Herzlich willkommen zum neuen Tech Talk, Folge 29. Heute hier aus dem sauheißen Ebersdorf. Und dabei sind heute der David aus dem sauheißen München, der Georg aus dem etwas kühleren Hochdorf und der Tobi aus dem schweineheißen Schweinfurt. Ha! Genau, und der Steffen hier aus Ebersdorf, habe ich ja schon gesagt. Ja, wir sind heute mal wieder in der vollen Runde vor Ort und hauen heute richtig einen raus. Ja, wir haben schon länger keinen Podcast mehr gemacht und wir sind richtig heiß. Und wir haben auch wieder eine Umfrage der Woche für euch. Nämlich haben wir noch unsere alte Umfrage nochmal in den Start gerufen, weil thematisch passt es heute ganz gut. Und die die Resonanz war noch nicht so umwerfend, deswegen machen wir einfach aus der Folge 28 Umfrage eine Folge 28 und 29 Umfrage. Wir sind da ja flexibel. Das ist, ja. Und wir hatten ja in der letzten Umfrage gefragt, was eure Musikrichtung so ist und und ob Quellcode rassistisch sein kann. So, das war die Frage der letzten Folge. Und es haben ein paar Leute kommentiert, aber ich würde sagen, das lese ich einfach in der nächsten Folge vor, dann passt es. Dann haben wir das alles zusammen, sonst haben wir vielleicht Sachen doppelt. Genau, also wie gesagt, Umfrage der Woche, könnt ihr weiterhin abstimmen. Umfrage der Woche.coursofyou.com ist die Subdomain, ist natürlich überall verlinkt. Ihr könnt das auch über den Artikel auf der Website anklicken. Und YouTube-Video und so, da ist es auch mit verlinkt. Also ihr kommt da auf jeden Fall hin. Ansonsten einfach im Browser eingeben, Umfrage der Woche.coursofyou.com zusammengeschrieben, dann kommt ihr da auf jeden Fall hin. Gut, was nicht so gut war, das war vor ein paar Wochen, glaube ich schon, ne? Oder vor einer Woche. Gott, die Zeit vergeht so schnell. Der Hack bei Twitter, das hat mich so ein bisschen überrascht. Irgendwie war das dann ja zwischendrin so, dass auf einmal irgendwelche großen Accounts wie Elon Musk oder Bill Gates oder so, die haben dann irgendwelche shady Bitcoin-Deal-Werbung getwittert. Und aber Georg, was war denn da? Genau, da haben nämlich Hacker Zugriff gehabt auf die Twitter-internen Verwaltungstools und den Zugriff haben sie sich zum einen, das behaupten sie auf jeden Fall, dadurch erhalten, dass sie halt gewisse Twitter-Mitarbeiter erstens bestochen haben und dann die andere Hälfte haben sie anscheinend über Spear-Phishing-Attacks gemacht, dass sie quasi gezielt dann andere Mitarbeiter angegriffen haben mit E-Mails, damit sie dann noch mehr Zugriff bekommen. Ja. Also ich finde es halt erschreckend, ne? Also ich hatte, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich meine, ihr wisst ja, ich bin so der IT-Security-Typ hier aus der Runde und ich hatte eigentlich in Twitter immer recht hohes Vertrauen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mich jemand gefragt hätte, welchen Social Media kann ich am meisten vertrauen, hätte ich wahrscheinlich Twitter genannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen hat mich das auch so ein bisschen geschockt. Man muss auch sagen, diese interne Geschichte ist halt auch schon heftig. Ich meine, das ist ja so der Klassiker, ne? Gibst du irgendeinem Admin ordentlich Kohle, dann wird er dir alles Mögliche verraten. Da gibt es ja auch diverse Studien, wo einfach mal Administratoren gefragt wurden, so ab wie viel Euro würdest du denn ein Active Directory Passwort rausgeben oder so vom irgendwie einen Benutzer anlegen mit AD-Admin-Rechten oder sowas, ist echt erschreckend, wie viele Leute das machen würden. Macht die Sache natürlich jetzt nicht besser oder macht die Sache auch nicht gewöhnlicher, aber es ist schon heftig. Was wiederum ein bisschen beruhigt ist die Geschichte, dass eben nur so in Anführungsstrichen einfacher Scam passiert ist, ne? Weil ich meine, die hatten ja wirklich Zugriff auf alles. Die hätten ja viel mehr machen können, wenn man mal so sieht. Also die haben ja in Anführungsstrichen nur auf irgendwelchen bekannten Accounts irgendwie so eine Bitcoin-Adresse gedroppt und haben gesagt, hier, wenn ihr mir was überweist, dann verdoppel ich das, weil ich so ein netter Mensch bin. Ich meine, die Leute, ganz ehrlich, die da Geld hingeschickt haben, also denen ist sowieso nicht zu helfen. Also, sind wir mal ehrlich. Also, wer glaubt denn sowas noch heutzutage, wenn jemand schreibt, hier schick mir mal Geld, ich verdoppel das. Das ist doch. Also, ich weiß nicht. Na gut, aber da hört man aber auch immer wieder, dass es genug Leute gibt, die da doch nach wie vor noch drauf reinfallen.
Na, natürlich, also das sind, ich glaube, in den ersten Stunden oder in den ersten Minuten sind da schon ein paar hunderttausend Dollar reingekommen in die ganze Geschichte. Aha. Was mich aber, also was mich ein bisschen halt an der Sache wundert, muss ich sagen, ist, normalerweise ist es ja so, dass so Kryptowährung, das ganze Kryptozeug ist ja jetzt nicht unbedingt das absolut, ich sag mal, einsteigerfreundlichste. Also man befasst sich ja normalerweise schon ein bisschen damit. Das ist jetzt nicht so eine niedrige Lernkurve, sag ich jetzt mal. Und dann erwarte ich ja nicht schon, dass die Leute, die sowas machen, die sich dann eigentlich vermutlich ein bisschen auseinandergesetzt haben, dann nicht so dumm sind, aber anscheinend, ja, gibt's, jeden Tag steht ein Depp auf und beweist es halt wieder. Ja. Ja. Ja, es ist auch wie diese, da gab es ja vor Monaten oder vor einem halben Jahr immer noch diese Erpresser-E-Mails mit, ich habe dich hier beim Wichsen gefilmt und bla bla bla. Auf jeden Fall, da haben ja auch Leute, wenn man sich diese Bitcoin-Wallets anguckt, da sind Beträge drauf, da wird ja schwindlig. Und die hat sicherlich nicht der Besitzer von dieser Phishing-Mail hochgeladen oder aufgeladen, sondern das sind wirklich irgendwelche Deppen, die da Geld reinschieben, weil sie Angst haben, dass sie da gefilmt werden bei gewissen Tätigkeiten. Also ganz, ganz merkwürdig. Also kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Passiert aber tausendfach. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es mittlerweile irgendwelche einsteigerfreundlichen Bitcoin-Markt. Es gibt ja auch bei Ransomware zum Beispiel mittlerweile Support. Das heißt, da kriegst du dann schon Hilfe. Da bist du im Chat mit jemandem, der dir hilft, dann die Bitcoins für deine Ransomware zu besorgen. Und das ist ja hier nicht der Fall gewesen. Aber wie du sagst, es gibt überall Idioten, die da mitmachen. Und man hat es halt jetzt bei Twitter gesehen. Aber es hat mich halt schon ein bisschen geschockt, dass es so einfach war, da reinzukommen in die Infrastruktur. Und das habe ich jetzt von jemand anders, der mir das gesagt hat, weil so habe ich Twitter noch gar nicht betrachtet. Eigentlich ist Twitter ja mittlerweile Teil unserer kritischen Infrastruktur. Überlegt mal, wie viele wichtige Informationen teilweise über Twitter rausgegeben werden. Irgendwelche Warnungen. In den USA ist es teilweise so, dass sogar irgendwelche Politiker, also jetzt nicht Trump auch, klar, aber irgendwelche Bürgermeister ihre Bürger informieren über Twitter und so weiter. Also eigentlich ist Twitter Teil der kritischen Infrastruktur. Umso schlimmer ist es, dass die sich um Security scheinbar einen Scheißdreck scheren und ja, und da einfach irgendwie alles so vernachlässigen. Und vor allem, was halt auch aus meiner Sicht kritisch ist, dass scheinbar irgendwelche Leute, die jetzt vom Rang nicht so hoch sind, scheinbar Adminrechte auf diese Accounts haben und einfach mal bei Bill Gates oder auch bei Elon Musk oder so oder bei irgendeinem Twitter-Hansel da irgendwas drin ändern können. Wie kann sowas sein? Also das finde ich schon sehr, sehr bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und versteht mich nicht falsch, ich mag die Plattform. Also ich bin gerne auf Twitter. Also wenn ich mich entscheiden müsste für ein Social Media, dann wäre das wahrscheinlich Twitter. Also ohne Scheiß, also ich bin gerne auf Twitter unterwegs. Ich könnte alle anderen Plattformen einfach weglassen. Aber Twitter wäre für mich schon sehr wichtig. Also ich finde Twitter wirklich gut. Aber die haben halt Probleme, wie man jetzt mitgekriegt hat. Ja. Also und sie haben ja auch, muss man ja auch sagen, immer noch das Problem der Finanzierung. Und vielleicht, also ich meine, ich möchte jetzt nicht in Schutz nehmen, aber vielleicht ist es auch ein Grund, warum man jetzt sich um Security noch nicht so viel Gedanken gemacht hat, weil man einfach sagt, okay, da bräuchten wir vielleicht Leute von außerhalb, wir müssten uns da vielleicht ein Management etablieren intern und da bräuchten wir halt Geld dafür und wir haben sowieso schon Schwierigkeiten, unsere Services zu finanzieren. Ich meine, Twitter hat ja bis jetzt eigentlich noch kein wirkliches Geschäftsmodell, kein sicheres, wenn man es mal so sieht. Die haben mal mit Werbung probiert, die haben zig Sachen ausprobiert, aber so wirklich sicheres Geld, nö. Also ich frage mich immer noch, wie finanziert sich das Ganze? Also ich meine, man kriegt immer mit, okay, das ist scheinbar irgendwelches Risikokapital, was da reingeschossen wird, aber irgendwann ist dann halt auch mal Ende und ich weiß es nicht, also Twitter, ganz schwierige Geschichte, aber naja. Ich weiß nicht, nutzt ihr gern Twitter oder sagt ihr, ja, gibt's zwar, aber. Also, ich weiß nicht, früher aktiver, gerade über, wie heißt es denn, Foursquare und dem Einchecken immer oder mit Twoffein Project.
Das war ja, halt damals genau. Ganz geil. Siehst ja ab und zu antworte ich auch mal auf ein paar Tweets von dir, damit du nicht ganz so alleine da stehst. Ja, danke. Nein. Oh, das ist aber nett. Es ist nicht so, also ich weiß nicht, früher war es aktiver. Folgt mir auf Twitter. Ja, früher war es aktiver inzwischen. Steffen_QVU. Interessiert keinen, keiner mag dich. Nein. Ja. Nee, aber jetzt nicht so richtig aktiv. Weiß nicht, wie schaut es bei den anderen aus? Also ich habe Twitter eigentlich immer registriert, dass es da war, aber nie wirklich genutzt. Aber ich bin auch nicht wirklich der Social Media Nutzer. Das Einzige, wollte ich gerade sagen, was ich wenn man Social Media nennen kann, nutze, ist es eigentlich nur YouTube und Reddit, aber da lurke ich eigentlich auch nur im Hintergrund. Hey, Tobi, der verschickt Steintafeln. Brieftaube. Aber nicht Steintafeln mit der Brieftaube. Nee, es kommt drauf an, wenn du trainierte Brieftauben hast, kannst du auch kleinere Steintafeln schicken. Zu viel Testo. Ja, die haben dann ordentlich Muskeln aufgebaut. Piep. Ich stelle mir das gerade wirklich vor. Die waren im McFit pumpen, du. Da ging was. Das ist dann eine McPick. Ja, ich glaube, der Georg ist ja auch noch ein bisschen mehr bei Twitter unterwegs, oder? Nee, absolut nicht. Also auch ich nicht bin überhaupt nicht mehr aktiv auf Twitter. Eieiei. Ich war aber früher? Ja, da war ich ein bisschen, aber... Als ich so jung und naiv war. Ja, also ich bin naiv. Jetzt mittlerweile benutze es nicht mehr und Facebook in dem Fall benutze ich nur noch, um auf irgendwie zu sehen, welche Events momentan bei uns in der Gegend sind. Aber ansonsten Social Media absolut null. Ja. Ja gut, das ist vielleicht bei mir auch so ein bisschen, dadurch, dass ich ja das Projekt hier repräsentiere, bin ich natürlich auch überall unterwegs auf den Social, also bis auf TikTok, da hatten wir es in der Pre-Show schon drüber, da kannst du mich mit jagen aktuell, oder eigentlich, wahrscheinlich wird es auch nicht aufhören. Nee, aber das Thema ist halt, also Twitter ist für mich schon so wichtig und schade, dass Felix heute nicht da ist, aber der ist ja bei uns nicht so der Podcast-Mensch, dass er da gerne dabei ist. Aber er ist zum Beispiel auch sehr viel auf Twitter unterwegs und er ist für mich so ein Stereotyp für Twitter-User, die es wahrscheinlich zu Tausenden gibt, weil er ist eigentlich der Typ, der nur liest. Der hat einfach Twitter, um irgendwelchen Leuten zu folgen und Sachen zu lesen, aber er schreibt aktiv nichts. Und das wäre zum Beispiel jetzt ein Finanzierungsmodell, was ich vielleicht sogar sinnvoll fände, wie bei Flickr zum Beispiel, dass du sagst, okay, du hast Free-Accounts, die können halt, keine Ahnung, entweder nur lesen oder können im Monat 5 Tweets raushauen und dann hast du denjenigen, der halt 5 € reinwirft im Monat und der darf halt so viel twittern, wie er möchte und überall antworten, retweeten und wie auch immer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es funktionieren wird, weil Twitter ist so eine eingeschworene Gemeinschaft, das sind, ich bilde mir ein, dass es teilweise in meiner Filterblase zumindest niveauvoller zugeht als auf Facebook und es kommen halt auch irgendwie ganz coole Dialoge zustande, also das ist halt so mein Eindruck, also es ist irgendwie besser als Facebook. Du hast halt auch die Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu treten. Das finde ich halt geil, die du jetzt nicht unbedingt, wo du so unbedingt rankommst, irgendwelche Stars einfach mal verlinken und so, das geht halt auf Twitter. Während wenn du jetzt, oder bekannte Leute halt einfach, oder wenn wir irgendwie ein Video raushauen, irgendwas, dann verlinke ich da halt auch irgendwie mal eine Firma, wenn die da Thema ist oder irgendwas. Das geht halt. Das geht bei Facebook nicht so einfach und die Firma oder derjenige, der sieht es halt auch, mich hat da irgendwie so ein ganz kleiner YouTuber verlinkt. So, und dann manchmal reagieren die dann drauf und das ist ganz witzig und das macht halt auch Twitter aus meiner Sicht aus und auch diese Beschränkung halt auf die Zeichen. Ne? Naja, also ich finde halt Twitter, wie du schon gerade sagst, gerade so Leute wie Felix zum Beispiel, die halt viel lesen oder auch generell nur mitlesen, Twitter ist so ein bisschen das, ich sag mal, neumodische Radio, halt ein sehr... ist halt kein Vollduplex, ne? Ist halt. Weißt du, was ich meine? Mein Radio, ja. Ein sehr einseitiges Medium, großen Teils. Kann sein. Also, genau, ja, kann ja sein, aber ich glaube, die meisten nutzen es so. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, natürlich. Und es ist halt nicht jeder so, dass er unbedingt immer irgendwie was rausballern muss. Mittlerweile ist es bei mir ja auch manchmal so. Früher habe ich auch viel aktiver alles Mögliche kommentiert. Manchmal denke ich mir dann, ach komm jetzt hier, da hast du jetzt eigentlich auch keine Lust, da irgendwie eine Diskussion. Weil das passiert halt auch relativ häufig, dass sich Leute dann, einfach weil sie gerade Zeit haben, an irgendwelchen Wörtern aufgeilen und dann wird aus einer kleinen Diskussion wird dann ein Riesen-Thread, weil Leute sich an irgendwelchen Kleinheiten
aufgeilen und dann da irgendwie sich dran abreiben. Und das hast du halt dann auf Twitter auch manchmal. Und das geht mir bei Twitter manchmal auf den Sack, aber ansonsten eigentlich eine ganz gute Plattform. Ja. Naja, sei es drum, es ging ja um den Hack ursprünglich. Ich bin gespannt, ob da nochmal was zutage kommt. Es ist auf jeden Fall die Details, die bekannt sind. Die sprechen nicht gerade für Twitter. Ich werde natürlich weiterhin auf Twitter sein, aber ich werde natürlich ein bisschen aufpassen, was ich mit der Plattform treibe. Also wahrscheinlich private Nachrichten werde ich auf Twitter nicht benutzen, weil wer weiß, wer da drin rumliest und macht und tut. Also ich meine, ich will damit jetzt nicht sagen, dass Facebook da besser ist, Gottes Willen. Also oder TikTok oder irgendein anderes Social Media. Aber diese Art und Weise, was da jetzt passiert ist, ist schon für mich sehr erschreckend. Und ich weiß nicht, ob ich Twitter das verzeihen kann oder ob ich da wieder das Vertrauen aufbauen kann, was ich vor Jahren mal in diese Plattform gesteckt habe. Es ist schon irgendwie sehr, sehr shady, was da passiert ist. Also muss man jetzt nicht unbedingt gut finden. Ich bin auch gespannt. Twitter hat ja jetzt alle Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte, wenn ich nicht mehr in der Firma arbeite, was ich dann da mit den Firmendaten mache. Oder ich meine, ich bin der Letzte, der sagt, hier kein Homeoffice für die Leute. Aber in dem Fall jetzt ist es natürlich noch einfacher, wenn ich keine Security-Mechanismen im Einsatz habe, dass Leute mir aus dem Homeoffice, ohne dass es jemand großartig sieht und merkt, irgendwelche Daten abzapfen oder irgendwelchen Schindluder treiben und keine Ahnung, also ich möchte nicht wissen, ich meine Leute, die nicht bei uns in dieser IT-Bubble sind, was die teilweise an Privatmessages da verschicken, möchte ich nicht wissen und da kann dann jeder Twitter-Supporter irgendwie drauf zugreifen. Also finde ich schon hoch bedenklich. Okay. Ja, aber da gibt es auch noch andere Beispiele, weil zum Beispiel, wo du sagst, da spioniert dir irgendein Mitarbeiter hinterher. Da gab es auch mal bei Facebook anscheinend den Fall, dass einige Angestellte da Facebook-Benutzer nachgestalkt haben. Ja, also, ja, definitiv. Also, ich meine, wenn, es muss ja Admin-Tools geben. Das ist ja auch mal so der Irrglaube von vielen Anwendern und Kunden. Das kriege ich ja ab und zu mal mit, dass die denken, ja, der Admin, der sieht ja nichts. Ne? Das ist dann so der Klassiker ist eigentlich immer irgendwie Personalrat, Personalgeschichten, also Betriebsrat, Personalrat, wie auch immer, je nachdem, in welchem Gewerke man unterwegs ist, dass die halt auch glauben, ja, der Admin hat, es gibt die Möglichkeit, dass man irgendwo Daten ablegt, so ohne weiteres, und der Admin hat da keinen Zugriff drauf. Aber gleichzeitig kann der Admin mir auch die Daten wieder aus dem Backup zurückholen oder irgendwas. Oder mein vergessenes Passwort von der Verschlüsselung zurücksetzen. Sowas geht halt nicht. Ne? Also ich kann das nicht haben und gleichzeitig keinen Zugriff für den Admin haben. Der Admin muss auf sowas zugreifen können, sonst kann er dir nicht helfen. So, und das ist halt da auch ähnlich. Was ich halt da in dem Zuge vielleicht kritisieren möchte, ist, dass vielleicht Leute drauf Zugriff haben, die das nicht unbedingt bräuchten. Und das sind vielleicht auch die Leute, die noch nicht so sattelfest dort arbeiten und die noch nicht jahrzehntelang dort arbeiten und dass die dann gleich Zugriff auf die internsten Systeme bekommen und dann halt auch bei solchen Stars irgendwie drin rumfummeln können im Profil. Interessant ist ja auch, ich glaube, dass Donald Trump ja nicht davon betroffen war. Zumindest habe ich da nichts gesehen. Ich habe da auch nichts, aber interessanterweise Joe Biden. Ja, vielleicht hat der US-Präsident nochmal einen extra gekapselten Account oder vielleicht war es auch einfach Absicht. Man weiß es nicht. Aber oder Twitter hat einfach schon vorgesorgt, nachdem ja anscheinend 2017 der Account von Präsident Trump einfach mal abgeschalten worden ist von Mitarbeitern. Ja, ja. Also das ist halt das, was ich kritisiere, dass es da intern vielleicht noch nicht so ganz, vielleicht wird es auch nicht richtig protokolliert, keine Ahnung, wir wissen es ja nicht, aber letztendlich sollte man da sich kritisch mal mit der ganzen Geschichte beschäftigen, was die hoffentlich auch machen werden. Also es ist halt auch erstaunlich, dass, ich meine, Twitter ist ja an sich eigentlich eine recht simple Plattform, aber da arbeiten mittlerweile jede Menge Leute und die sind auch ordentlich gewachsen.
Und da muss man halt auch intern, wie es in anderen Unternehmen auch ist, so einen Prozess etablieren, dass sowas halt nachvollziehbar ist und dass halt nicht jemand einfach mal da drin rumfummeln kann. Und wenn er das macht, dass es halt auch nachvollziehbar ist und dass man da gleich Konsequenzen trifft. Naja, also ich bin gespannt. Ich befürchte allerdings, dass es halt nicht der letzte Sicherheitsvorfall bei Twitter sein wird. Gehe ich fest davon aus. Naja. Naja, was auf jeden Fall auch nicht das letzte sein wird, ist ein neues Update bei beim Fritz OS. Genau. Ja. Genau, denn das neue Fritz OS 7.2.0 oder 7.20 ist für die Fritzbox 7590 erschienen. Also wenn einer von euch so einen Teil sein eigen nennt und ihr noch nicht die Laborversion getestet habt, dann könnt ihr euch jetzt das neue Fritz OS 7.20 holen. Mal so ein paar Auszüge aus dem Changelog, was so passiert ist. Es gibt jetzt den neuen Verschlüsselungsstandard WPA3. Den kann man nutzen. Zudem soll das Übertragungstempo von den VPN-Verbindungen fast verdreifacht worden sein. Bin ich auch mal gespannt. Und außerdem ein smartes Telefonbuch, sodass man wohl am Fritzfon schon beim Tippen die, ich sag mal, passenden Vorschläge angezeigt werden. Und außerdem soll auch das Fritz NAS über Netzlaufwerk deutlich schneller sein und hat eine neue SMB-Version bekommen. Ja. Bin ich auch mal gespannt. Das war jetzt ganz wertfrei, das Changelog. Bevor jetzt irgendwelche Kommentare kommen, VPN und Fritzbox, so eine Spielerei oder NAS. Leute, wir wissen, dass das nichts für den Enterprise-Bereich oder irgendwie fürs Business eigentlich ist, aber... Für den Heimanwender tut es eigentlich gut seinen Dienst, ist es allemal besser die meisten Speedports, also... Oder als irgendwie so ein Asia-Router, irgendwie sowas, was man nicht haben will. Nee, also die machen schon mittlerweile solides Zeug, aber es ist natürlich nichts, was du jetzt irgendwie geschäftlich einsetzen kannst oder auch für ambitionierte Home-Anwender ist es nichts. Und ich habe für mich Folgendes gelöst oder das Problem so gelöst, weil ich ja mich trotzdem als ambitionierten Home-Anwender sehe und es ist ja hier auch ein bisschen gemischt, Business und Privat, und ich habe halt einfach die Fritzbox genommen als Telefonanlage, weil das funktioniert und Telefonie ist für mich sowieso so ein Ding, was ich halt kaum brauche, und die Firmen-Telefonanlage von Curso Few Services ist eh in der Cloud, und dann habe ich das hier als Telefonanlage, als lokale Telefonanlage und als DSL-Modem, und dahinter habe ich halt einfach eine ordentliche Firewall stehen und da kann ich alles machen, was ich brauche, ordentlichen VPN etc. Ja, und so kann man das Ganze dann lösen. Genau. Jo, dann kommen wir von dem Internetzugang zu Leuten, die das Internet abschalten wollen. Ja, also da ist in Dresden was vorgekommen, was ich... Fängt schon mal gut an, Dresden, ja. Also ich muss sagen, ich finde es wahnsinnig witzig für das, was es ist. Ja, ja. Also es wurde im Dresdner Stadtrat diskutiert, um mehr Leute wieder zum analogen Einkaufen zu bewegen, dass man doch bitte zwei verkaufsoffene Sonntage im Jahr, nee, Monat? Ich glaube, Monat war es. In der Woche geht nicht. Ja, freilich. Nee, zweimal im Jahr sogar. Also, ja. Dass man zwei verkaufsoffene Sonntage im Jahr machen wollte, und dann hat er, also die ganze Versammlung war auch nicht sonderlich gut besucht. Da waren eigentlich, so wie ich es verstanden habe, nur Mitglieder der FDP und der Partei. Wie so oft dabei. Ist, ne? Ja, also bei so Zeug ist wahrscheinlich der Stadtrat eh leer, und es war, glaube ich, auch während den Anfangshochzeiten von Corona. Da werden sich wahrscheinlich auch die guten Stadträte gedacht haben, nö. Ja. Und die ja wahrscheinlich sowieso alle der Risikogruppe angehören vom Alter her. Ja, ist so. Ja. Politik wird im Moment nur von alten Leuten gemacht. Sagen wir es mal so. Außer Philipp Amthor, aber der ist auch alt. Viel von alten Leuten gemacht. Also gedanklich. Ja. Auf jeden Fall zurück zum Thema. Und da hat die gute Abgeordnete der Partei doch vorgeschlagen, um den Offline-Handel zu stärken, dass man doch einfach das Internet für zwei Sonntage im Jahr in Dresden abschalten könnte. Was ja absurd ist. Ja, absurderweise wurde dann dem Vorschlag auch zugestimmt. wie das Ganze funktioniert, fragt mich nicht. Das kann wahrscheinlich auch wieder irgendeine ganz komische Sache gewesen sein, dass wahrscheinlich mehr der Partei anwesend waren und dann weniger der FDP. Und ja. Also wie da jetzt die Mechanismen genau rum waren. Ich stelle mir das gar nicht vor. Ja, was auch sehr witzig dazu ist, also wenn man sich mal an anderen Leuten
ergötzen will, kann man sich dazu auch gerne mal den Heise-Beitrag und da das Forum durchlesen. weil ich glaube, manche Leute, also na gut, das ist das Heise-Forum, manche Leute haben die Sache dann wohl doch ein bisschen zu ernst genommen. Ja. Und sind da etwas eskaliert. Also, ja, Leute, bevor da irgendjemand am Verteilerkasten rumschraubt, dauert es noch ein bisschen. Ja. Ne, aber ich meine, an sich ist es ja schon absurd. Also, wenn man überlegt, es würde wirklich passieren. Es ist ja nicht so, dass, sag ich mal, die Kids dann nicht mehr auf TikTok irgendwelche lustigen Videos posten können oder was weiß ich, der Opa aus Facebook rausfliegt, sondern das sind ja auch Geschäftsprozesse, die dann lahmgelegt werden und so weiter. Also, ich bin jetzt kein Jurist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das juristisch ganz dünnes Eis ist, einfach mal so das Internet abzuschalten. Mhm. Vor allem, es gibt ja auch sowas wie Verfügbarkeit, wobei gut, wenn man, keine Ahnung, ich weiß, wie viel DSL bei der Telekom wieder die Verfügbarkeit ist, 98% oder so, da kann wahrscheinlich das DSL mal eine Woche ausfallen und es gibt keine Regressansprüche, aber das hast du bei Businesskunden nicht. Das heißt, du könntest wahrscheinlich bei Businesskunden kannst du das nicht einfach mal abschalten und das wird wahrscheinlich schwierig werden. Ich stelle mir das dann spannend vor. Ja, ich habe einen Notruf abzusetzen. Leitstelle, ja, nicht erreichbar. Wo sind sie? Ach, keine Ahnung, ich kann auf Maps nicht nachschauen. Tut mir leid, ich kann kein Fahrzeug zu ihnen disponieren. Ich weiß nicht, wo die sind. Ja. Und dann musst du erstmal überhaupt anrufen können, weil wenn konsequent das Internet abgeschalten wird, wir haben ja mittlerweile noch IP-Telefonie und wenn du dann konsequent, keine Ahnung, auch halt eben die Zellen für Mobilfunk für mobile Übertragung in Dresden abschaltest, dann, gute Nacht, Marie. Also wie gesagt, von daher sehe ich das Ganze auch eher, also wenn ja, dann, also bitte, dann ist Dresden noch bekloppter, als ich es eigentlich in Erinnerung beziehungsweise immer davon gehalten hatte. Ja, also es ist, ich meine, gut, sag niemals nie in Ostdeutschland, was da mittlerweile abgeht, was da für Leute unterwegs sind. Und das ist jetzt nicht verallgemeinert, sondern es gibt halt Gruppierungen, die sind da unterwegs, wo du dir nur einen Kopf fassen kannst. Die vielleicht sogar wirklich, also so ewig gestrige, die das noch gut finden, die sagen, jo, das ist echt ein Weg, den können wir gehen. Ich brauche selber kein Internet. Ja, und die anderen, die sollen mal gefälligst wieder im Laden einkaufen, hier unsere deutschen Läden. Also da gibt es sicherlich Leute, die da wirklich so drauf sind, aber also ich bin wirklich gespannt und das sage ich wirklich bei vielen Themen, aber das ist da, ist es so wirklich so, dass ich da sehr gespannt bin, ob sich da noch was, irgendwas draus entwickelt. Also wenn sich was draus entwickelt, bin ich mir sicher, dass das hohe Wellen schlägt und dass man das auf jeden Fall überall lesen wird, weil... Oder nicht, weil es keiner berichten kann. Naja gut, im Nachhinein... Das ist dann wie, weißt du, wenn dann die Versis in den Osten kommen, so ist das dann, da kommen dann die Leute mit Internet nach Dresden rein. Genau, so eine Schachtel wie bei IT-Crowd. So eine schwarze Box, die dann blinkt. Er bringt das Internet vom Hügel vorbei. Nein, Da kannst du dann Sonntag illegal nach Dresden rein richtfunken oder so. Nach Hause telefonieren. Genau, dann gibt es wieder diese, wie hieß es, Ham Radio? Ja. Oder wie heißt das Ding da? Dieses, ja, genau. Und diese Ham Radio Repeater. Ja, genau. Dann, oder es wird dann einfach von einem anderen Stadtteil über Freifunk irgendwas rein repeated, dass die Leute dort Internet haben. Also völlig, völlig absurd. Er hätte sagen können, dass sie das WLAN abschalten. Ja. Ich meine, da gibt es ja, wenn man mal ehrlich ist, ich meine, gut, die Partei ist halt die Partei. Ne? Ist Satire, braucht man nicht drüber reden, das ist halt einfach so. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, den Offline-Handel anzukurbeln mit dem Online-Handel in Verbindung. Und da sollten sich halt auch die Dresdner vielleicht mal ein bisschen informieren, was da möglich ist. Und ich meine, natürlich, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. In 10, 15 Jahren werden unsere Städte definitiv anders aussehen. Aber es wird immer noch diesen Erlebnis einkaufen und so weiter, das wird es weiterhin geben. Außer wir haben jetzt 10, 15 Jahre Pandemie, Gott bewahre. Aber das wird es ja weiterhin geben. Und selbst dann noch wird es den weiterhin geben. Natürlich, dann gehst du halt irgendwann mal mit einem ABC-Schutzanzug dann irgendwie neue Jeanshose kaufen. Neue ABC-Schutzanzüge kaufen. Oder so, ja, genau. Jetzt in trendigen Farben. Genau, ja, also das ist, nee, aber
Absurd. So. Kommen wir mal, glaube ich, zu schöneren Themen. Betrifft auch das Internet. Happy Birthday D6. Und dieses Thema ist irgendwie auch bei den ganzen Tickern ein bisschen durchgerutscht. Ich weiß nicht warum. Weil für mich ist es eigentlich schon gut. Ich stecke halt so ein bisschen in dieser ganzen Data-Center-Rechenzentren-Blase drin und auch in der ganzen Provider-Blase so ein bisschen drin. Und deswegen habe ich das natürlich mitbekommen, dass der D6 Jubiläum gefeiert hat. Aber letztendlich fand ich das halt schon ein bisschen schade, dass auch Heise und Co. irgendwie darüber nicht wirklich berichtet haben. Weil der D6 ist ja eben mittlerweile jetzt... wann ist der ans Netz gegangen? 1995. Das heißt, die haben 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Und was viele auch nicht wissen, dass zum Beispiel der D6 auch einer der größten, oder ich glaube sogar der größte Knotenpunkt der Welt, Europas auf jeden Fall, fürs Internet in Frankfurt. Das heißt, wir Deutschen, wir haben endlich mal irgendwas in der IT-Landschaft, wo wir drauf stolz sein können, wo wir sagen, hey, neben SAP vielleicht noch, aber wir haben irgendwas mal geschafft, wo die ganze Welt von profitiert. Und der D6, der wird halt auch so ein bisschen, sag ich mal, von vielen Leuten nicht wahrgenommen, weil das Internet funktioniert ja, ne? Wenn ich Internet habe, habe ich Internet, ne? So, das ist einfach, da macht man sich keine Gedanken. Aber irgendwie müssen ja die Daten auch von den Servern schnell zu mir nach Hause kommen. Und deswegen hat man halt in Frankfurt, aber auch in anderen Städten, sogenannte Knotenpunkte, wo die ganzen Provider sich untereinander auch verbinden, sogenannte Peerings zwischen den Netzen. Und ja, und wie gesagt, also der D6 ist halt eben der deutsche Knotenpunkt in Frankfurt, in Amsterdam gibt es zum Beispiel noch den AMSIX, hier in der Nähe in Nürnberg gibt es den N6, aber Frankfurt ist halt, ich meine, weltweit der größte, und das hat natürlich auch was mit der Location zu tun. Frankfurt liegt halt sehr zentral, und es ist halt auch so, dass der D6 mittlerweile expandiert hat. Also die sind mittlerweile in zig Ländern auch unterwegs, also das ist nicht so, dass die nur in Deutschland Standorte haben, sondern auch in Dubai und New York und auch in Russland und in zig Ländern auf jeden Fall. Also die haben da mittlerweile richtig fett expandiert. Und ein Fakt, den viele auch nicht wissen, der Harald Sumer, der Gründer und ich glaube auch aktuell noch CEO, ist ein Franke, der kommt aus Marktredwitz, der auch ein Oberfranke sogar. Und der hat den D6 vor 25 Jahren damals gegründet. Damals mit einem Cisco-Switch. Der stand dann in Frankfurt. Und dann konnten sich die Leute ranpieren irgendwie. Und und mittlerweile reden wir halt dann da nicht mehr von Gigabit, die da durchgehen, sondern von Terabit. Also jetzt mit Corona und Co. liegen wir jetzt Peak-Traffic bei 9,1 Terabit pro Sekunde, die da durch den Knotenpunkt in Frankfurt durchgeschossen werden. Wenn man mal Wikipedia glaubt und mal ein paar Jahre zurückschaut, zum Beispiel 2010, da waren es gerade mal 1,2 Terabit. Ist auch noch jede Menge, aber dazwischen liegen halt auch nochmal Welten. Und 2003 waren es gerade mal 16 Gigabits. Also das ist was man mittlerweile im Firmennetzwerk so hat, im Datacenter-Core-Bereich hast du das halt mittlerweile am Start, was die damals halt einfach mal über den größten Knotenpunkt geschoben haben. Gut, darf's nicht vergessen, 2003, da hatten noch viele irgendwie ISDN, DSL war noch nicht so geboren, YouTube hat noch keiner drüber nachgedacht. Also das ist schon wirklich eine krasse Zahl, was da mittlerweile passiert. Also man kann wirklich sagen, gäbe es den D6 nicht, wäre das Internet heutzutage echt ein anderes. Und die Ping-Zeiten, ob das jetzt im Gaming-Bereich ist, im Streaming und was man alles mittlerweile darüber schiebt, das wäre einfach eine ganz andere Welt. Also du könntest nicht so viele Daten schieben, die Verbindungen wären langsamer, die Latenz wäre höher, und solche Knotenpunkte, die sind da schon echt prädestiniert, um halt eben Daten möglichst gut an irgendwelche Carrier ranzuschieben. Da ist natürlich wieder das Thema Telekom. Das habe ich ja schon mal hier angesprochen mit ihrer Peering,
Abstinenz oder mit ihrem Peering-Problem, was die Deutsche Telekom so hat, weil die ja sündhaft teures Peering haben und nicht wie die anderen Anbieter mehr oder weniger kostenneutral mit Rechenzentren sich peeren. Und manche Hoster haben da halt jahrelang Probleme damit gehabt, weil sie gesagt haben, wir kriegen das ja nie gegenfinanziert, diesen teuren Peering Point zur Telekom. Hatte halt die Folge, dass die Server in ihrem Rechenzentrum schlecht an das Netz der Telekom angebunden waren. Und da gab es halt immense Probleme. Aber das sind auch so die Geschichten. Und der D6 ermöglicht sie halt mit möglichst allen Netzen. Und wir reden ja jetzt nicht nur von den DSL-Providern und Carriern, sondern wir reden halt auch von Rechenzentren untereinander. Das ist natürlich was, was jetzt den Privatkunden relativ Wumpe ist. Aber es ist natürlich auch wichtig, wenn ich zum Beispiel in zwei Rechenzentren irgendwelche Server stehen habe, dass die untereinander möglichst schnell kommunizieren können. Ein Klassiker, der fast jeden betrifft, ist Thema Google und mein Rechenzentrum, wo meine Website steht. Ich möchte natürlich, dass Google möglichst performant auf meine Website zugreifen kann, zum Indexieren meiner Seiten und so weiter und so fort. Das ist ein Service, der wahrscheinlich jeden Webseitenbetreiber betrifft. Aber es gibt natürlich auch andere Gründe, wenn wir jetzt Richtung Cloudflare denken oder Richtung Akamai, wenn man Akamai benutzt als CDN oder als DDoS Protection Service Provider, dann ist sowas natürlich auch relevant, wie gut ist mein Datacenter mit deren Netzen verbunden. Und deswegen sind solche Knotenpunkte halt auch immens wichtig. Und ja, also ich wollte einfach mal D6 picken, vor allem weil es halt eben jetzt auch dieses Jubiläum gab und die haben ja auch uns, darf man auch nicht vergessen, während der Corona-Krise wirklich Bombendienste erwiesen. Wir hatten es ja, glaube ich, in der einen Folge, dass diese Drosselung von Netflix und YouTube, dass der D6 gemeint hat, also Leute, ihr braucht es nicht drosseln, weil wir haben noch genügend Kapazitäten. Und das hört man ja auch immer wieder von den technischen Leiter vom D6, dass er sagt, naja, also Leute, wenn wir mehr Kapazität brauchen, dann schieben wir halt einfach Switche nach. Wo ist denn das Problem? Dann wird halt einfach nochmal aufgebockt, die ganze Geschichte. Also das ist halt auch, man merkt halt, okay, das Ding ist durchdacht und es ist ja auch mehrfach redundant, also weil jetzt könnte man halt auch wieder auf die Idee kommen, ja, was ist, wenn da mal was passiert in Frankfurt? Naja, das ist natürlich mehrfach redundant und ich glaube, es gibt sogar eine Liste auf Wikipedia oder irgendwo, wo die Downtimes der D6 mal irgendwo aufgezeigt werden. Also es ist verschwindend gering. Ich glaube, 2005 gab es mal eine Störung, 2012 und es waren natürlich nur ganz kurzfristige Ausfälle, die dann auch recht schnell wieder behoben sind und die Redundanz greift natürlich und man muss auch sagen, da arbeitet halt auch wahrscheinlich die Creme de la Creme der Administratoren. Also da ist jetzt nicht irgendwie jemand, der mit Ach und Krach so seine Fachinformatikerprüfung geschafft hat, sondern da arbeiten Leute, die können dir wahrscheinlich nicht sagen, wie spät es ist, aber die können dir wahrscheinlich auf Netzwerkebene jeden Standard auswendig runterbeten im Schlaf um 3 Uhr nachts. Also das ist schon echt krass, was da abgeht. Gut, D6, eine Erfolgsgeschichte aus Deutschland, wollte ich mal erwähnt haben, finde ich ganz wichtig und interessant, auch mal das Bewusstsein bei den Leuten zu schaffen, dass es da was gibt und wird auch, wo wir zum nächsten Thema kommen, was ich auch mal kurz erwähnen wollte, das Rückgrat unserer 5G-Infrastruktur sein. Wenn wir hier in Deutschland lustig 5G machen, dann nützt es ja natürlich nichts, wenn jetzt einfach, wenn die Netze sich untereinander gut erreichen, also wenn ich jetzt Handy A und Handy B direkt erreichen möchte, das ist ja auch nicht Ziel oder das macht man ja eigentlich nicht, sondern man greift ja hauptsächlich auf Server zu, die ja auch wieder in Rechenzentren stehen. Ja, und genau, wie werden die angebunden? Auch wieder über einen Knotenpunkt, wo wir auch wieder beim D6 sind und 5G macht ja auch Bandbreiten möglich von über einem Gigabit aufs Handy drauf, was ja irre ist, wenn man sich das mal überlegt, letztendlich sinnvoll, klar, irgendwann wird man sowas brauchen und nicht zu vergessen die niedrige Latenz. Und was ich echt gut finde, Coburg ist als und auch der Landkreis, also ich hier mit unserem Headquarter von QSO4U, wir sind im Ausbaugebiet der Telekom und da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe ja Telekom hier einen richtig teuren Vertrag mir gegönnt und ich hoffe mal,
somit wie hier 5G online geht, dass ich da auch mal ein paar Tests machen kann, weil ich bin da schon ein bisschen heiß drauf, wenn ich ehrlich bin. Also das könnte echt interessant sein. Gut. Ja, wo ich nicht so heiß drauf bin, ist, dass MacBooks kaputt gehen und vor allem mein eigenes. Tobi, da gibt es so ein Problemchen ja, mit also den der, MacBooks der mal wieder. Gibt es ein Problem mit den MacBooks? Anscheinend können MacBooks kaputt gehen, wenn man eine Webcam-Abdeckung auf die Dinger draufklebt. also es gibt einige Foren-Posts und auch Reddit gibt es einige User oder einen User, um bei Reddit um genau zu sein, ich habe mir jetzt gerade mal angeguckt. Man kennt ja sicherlich diese Webcam-Abdeckungen, die man auf eine Webcam draufklebt und dann so ein bisschen hin und her schieben kann. Die es auf Messen immer gibt. Die, wollte gerade sagen, die werden normalerweise auf Messen kann man die bekommen. Die Freebies. Gibt es bestimmt auch, wenn man nett auf IT-Messen rumhängt, für ja. kleines Geld bei einschlägigen Online-Händlern zu erwerben. Also auf der ITSA kriegst du auf jeden Fall, wenn du ja, da mal durchläufst, sogar, innerhalb ja. von einer halben Stunde 30 Stück. Auf der Berufsmesse hier in München, wo wir mit unserer Firma mal standen, haben die auch händeweise verschenkt. Also. Ja. Also wenn man so ein Ding mal braucht, auf irgendeine Messe, wo was mit IT sein könnte, und dann hat man eine gute Bezugsquelle dafür. Ja, ja, aber zurück zum Thema. ist bei Leuten vorgekommen, dass der Screen gerissen ist. Also die haben das Ding zusammengeklappt in eine Schutzhülle, mit rumgetragen und dann ist das Screen gerissen. Also wie das passieren sollte, frage ich mich auch. Die Dinger sind hier jetzt auch nicht unbedingt so dick. Aber die Härte kommt ja jetzt noch. Also da frage ich mich wieder, was bei manchen Serviceleuten bei Apple falsch gelaufen ist. die haben gemeint, es ist ja eigentlich gar nicht nötig, so eine Art so eine Abdeckung drauf zu kleben, das soll sie doch bitte einfach auf dieses kleine grüne Lämpchen vertrauen, das halt dann angeht, wenn die Webcam angeht. Ja gut. Ja gut, das ist auch nur Software, Leute. Und wenn ich die Webcam schon mal hack, dann baue ich mir auch ein Ding, dass die LED nicht anspringt. Und ja gut, das ist halt Apple. Ne? Ja, das ist halt Apple. Und dann, bevor ich mir überhaupt kein Ding draufklebe, dann nehme ich halt ein Gaffer-Tape oder ein Post-it. Also die paar Millimeter lassen den Screen auch nicht splittern. Und wenn ich dann das Ding auch nicht rum... ich weiß ja nicht, was die User damit gemacht haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie nicht das Ding... Normal benutzt und normal transportiert. Also wenn jetzt derjenige das Ding natürlich irgendwie in den Kofferraum geflackt hat, auch egal, ob jetzt Schutzhülle oder nicht, wenn ich das Ding reinschmeiße, wie so ein UPS-Paketbote, wie man es manchmal im Internet sieht, also dann... Oh ja. Kann man davon UPS, ausgehen. DHL, du bringst mich auf was. Erzähl ich später. Da habe ich noch was zum Abranden. Das muss ich unbedingt öffentlich machen. Nee, ohne Scheiß. Okay. Das habe ich ganz vergessen. Ja. Ja, also falls ihr ein MacBook habt, überlegt euch vielleicht, die Dinger runterzunehmen, da es ja dann. Oder gar nicht zu verwenden. Oder gar nicht zu Klebestreifen, verwenden. Klebestreifen, ne? Ich wollte gerade sagen, ein Stück Klebeband, Isoband oder irgendwie sowas. Vielleicht gibt es irgendwann mal welche für MacBooks. Ja, Panzertape ist eine schlechte Idee. Wird schwierig. Also, oder Sekundenkleber. Ja, am besten gleich mit dem Heißkleber drauf. Das würde wahrscheinlich sogar gehen, aber ich glaube, das Display dahinter nimmt dann einen Hitzeschaden. Ja, oder du machst dann ganz einfach so, du nimmst hier einen Drebel oder sowas, ein bisschen Schleifpapier und machst voll in die Linse drüben. Das kann nur von dir kommen. Naja, aber das ist... Das ist für den ganz Paranoiker. Oder du brichst halt oben die Schale auseinander und... Körner, womit du eigentlich Autoscheiben aufmachst. Ja. Und trennst dann halt die Kabel durch. Also das ist für den maximalen Paranoiker. Nee, aber da kann ich nur dem Typen da auf Reddit zustimmen, weil ich habe nämlich auch, ich habe ja ein MacBook, glaube 2017er Baujahr, und das ist ja auch schon eines von diesen ganz schmalen mit Touchbar und so weiter. Und ich wollte mir so ein Ding da draufkleben und ich hatte das auch drauf. Und dann, es ist ja so bei diesen MacBooks, wenn du das zuklappst, dann der Rest, der schnappt ja automatisch zu. Also die restlichen 5 mm oder so, die schnappen zu. Und dann habe ich schon gemerkt, oh scheiße, da ist ja eigentlich gar keine Luft. Und wenn du das jetzt zudrückst, das funktioniert nicht. Also bei einem normalen Laptop, bei einem normalen Notebook, also die alten, die klassischen Laptops, die man so kennt von HP und Co., es gibt auch andere Hersteller, da ist meistens halt noch ein bisschen Luft
Ne, da ist wirklich noch was. Aber bei diesen MacBooks, die sind so flach gebaut, du hast da eigentlich gar keine Luft dazwischen, um sowas reinzumachen. Ja, und auch die Spezialisten, die, das habe ich bei HP relativ häufig, irgendwelche User machen das manchmal, da gibt es doch diese Fließdinger für den Bildschirm. Die lassen die auf der Tastatur irgendwie liegen. Ich weiß nicht, warum manche Leute das machen, aber die lassen diesen Schaumstoff, klappen die mit in den Laptop rein. Das ist ganz schlechte Idee, weil da gehen die Scharniere sehr, sehr schnell kaputt. Also kann ich nur bestätigen. Ist echt eine dumme Idee, das zu nutzen bei einem MacBook. Ja gut. Ist schade. Du hast aber halt wahrscheinlich auch das Problem beim MacBook, wenn der noch reinschnappt, dass das Ganze auch nochmal zusätzlich ein bisschen Stress aufs Material bringt. Also wenn ich mir jetzt so an jedes Mobilteil, das ich so besessen habe, erinnert, hast du ja eine Klappe, die du rein mit deiner eigenen Kraft zumachst oder halt dann eben letzten Millimeter durch Schwerkraft. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall, man merkt, dass da irgendwas komisch ist und das könnte man vielleicht den Typen da noch ankreiden, dass er das eigentlich hätte merken müssen, aber egal. Also ich habe es nicht gemacht und ich bin auch ganz froh, dass ich es damals wieder runter habe, weil ich mir schon gedacht habe, wenn du das Ding jetzt noch in eine Tasche packst und da dann noch Druck drauf kommt, wenn das MacBook zugeklappt ist, ohne einen Widerstand, dann ist es ja, dadurch, dass es ja komplett aus einem Aluminiumblock gefräst ist, ist es alles kein Problem. Da kannst du das auch mit Druck, mit ein bisschen Druck natürlich, ne? Also jetzt keine 100 Kilo, aber mit ein bisschen Druck ist alles kein Thema. Völlig unempfindlich, auch wenn man das vielleicht am Anfang nicht denkt bei so einem MacBook, weil es ja schon sehr filigran und alles ist. Aber es ist kein Problem. Aber wenn da innen drin dann was eingeklemmt ist, ganz schlecht. Also ich hatte auch schon mal ein Kabel von einer Maus, die in meiner Tasche mit drin war, das hat sich da reingeklappt. Zum Glück habe ich es gemerkt. Also das, wenn da ein bisschen Druck drauf gekommen wäre, dann wäre das Display auch durch gewesen. Also da muss man echt ein bisschen drauf achten. Ich habe mir jetzt so als Tipp für die ganzen MacBook-User, die hier zuhören, wir haben auch einige Leute, die über iTunes zuhören, die haben wahrscheinlich auch Apple-Geräte. Ich habe mir jetzt einfach so eine Schutzhülle gekauft, die gibt es für wenig Geld, da gibt es schicke, da gibt es auch günstige, die jetzt nicht so geil sind und da habe ich das MacBook einfach rein und dann passiert es auch nicht, dass irgendwie, wenn das MacBook einzeln irgendwie in der Tasche drin ist, dass sich da irgendein Kabel zwischen Display und Tastatur reinmogelt und das funktioniert einfach. Man darf natürlich in diese Laptop-Tasche auch nichts anderes reinlegen, aber das funktioniert. Gut. Ja, dann. Das wollte. Ja. Dann wollte man. Steffen wollte wahrscheinlich sagen, das wollte ich einfach mal dazu sagen. Genau. Und da kommen wir jetzt von einer komischen Aussage zur nächsten, und zwar zum Staatsräuber. Ja. Die Umleitung, genau. Die Überleitungen sind heute wieder on point. So, das läuft. Ja, aber mit wie der Schweiß. Aber mit Umleitung hast du gar nicht mal so Unrecht eigentlich, weil da ist jetzt ein Gesetzesentwurf zum Verfassungsschutzrecht, das den Internetverkehr umleiten soll von den Providern aus, um den Staatstrojaner natürlich zu übertragen. Was ja wirklich heftig ist. Also das, wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oha, jetzt ist es soweit, Adelheid. Also das ist eine der Sachen, die du eigentlich überhaupt nicht haben möchtest, hier so einen Man in the Middle oder einfach mal den ganzen Traffic umgeleitet. Deswegen ist es ja auch gut, wenn wir alles Mögliche im Internet verschlüsseln, um möglichst den Leuten es schwer zu machen, auch den BND, der ja wirklich offenkundig, ich meine, das ist ein offenes Geheimnis, dass der am D6 in Frankfurt auch seine Boxen stehen hat, die da irgendwelchen Sachen machen, aufzeichnen, scannen, sniffern, wie auch immer. Deswegen sollte man da halt auch immer mehr Datenverkehr im Internet verschlüsseln, meiner Meinung nach. Auch wenn man nichts zu verbergen hat, aber es geht ja ums Prinzip. Das geht einfach ums Prinzip, dass man, um mal die Paranoia vom Tobi wieder herauszuholen, dass man halt einfach nicht überall getrackt wird und irgendwie, es passieren ja da auch absurde Sachen, dass halt Leute verdächtigt werden oder auf einmal irgendeine Tür eingetreten wird und dann stellt sich raus, oh, falscher Alarm. Und je mehr da getrackt wird und überwacht wird, umso mehr Falschalarm gibt's halt einfach.
Na, also, das ist. Wenn man allein, Jungs, denkt mal an unsere Pre-Show gerade. allein das, wenn das war ja vieles einfach Joke, aber wenn sowas halt in die falschen Hände gerät und Leute die Ironie nicht verstehen, und da gibt es einige auf der Welt, dann wird das echt ein Problem. Also dann möchte ich da nicht das haben, dass da unser Datenverkehr mitgelesen wird. Also Staatstrojaner ist eine Geschichte, da kann man sich nur drüber aufregen und hoffentlich auch viele Leute, die sich da drüber aufregen. Sowas darf einfach nicht passieren. Punkt aus. Also sowas darf es einfach nicht geben. Du hast ja auch noch das ganze Problem damit, was mit den ganzen gefilterten Daten gemacht wird. Es mag ja sein, dass das vielleicht momentan nicht illegal ist, aber wenn da natürlich noch Sachen gespeichert werden und dann mal wieder auf die Idee kommt, so, gleichgeschlechtliche Beziehungen sind eigentlich doch ganz scheiße. Lass mal hier alle finden. Wollte gerade sagen, dann lass mal finden, was halt so, damit, dann bauen wir uns aus unserer schönen Datenbank eine Abfrage von mit Google-Abfragen und dann haben wir wahrscheinlich auch noch irgendwie, keine Ahnung, eine KI, die uns das Ganze zusammenbastelt. Ja, und dann viel Spaß. Hashtag rosa Listen. Sowas in die Richtung zum Beispiel. Ja, klar. Also sowas, oder auch so das Thema, mein Leitspruch bei solchen Überwachungsgeschichten ist halt auch immer, wo Daten anfallen, können sie halt auch missbraucht werden. Wenn keine Daten anfallen, kann ich sie auch nicht missbrauchen. Die werden irgendwo gespeichert. Da arbeiten ja auch nur Menschen. Das heißt, da gibt es vielleicht auch Leute, die bestechlich sind. Thema Twitter. Leute, die sich beeinflussen lassen durch Social Engineering, wo man dann halt auch einfach irgendwelche Daten rausziehen kann. Und das darf einfach nicht passieren. Punkt aus. Also das ist eine Geschichte, die möchte ich mir nicht ausmalen. Und ich bin zwar im IT-Security-Bereich unterwegs und natürlich ist es da auch wichtig, viel zu loggen. Aber das bleibt ja dann im Unternehmen. Ja, gut. Außer der Admin ist shady. Ich wollte gerade sagen, das muss ja dann auch nichts heißen. Habe ich letztens gelesen, dass ja bei der Polizei auch vorgekommen ist, dass da Leute wohl Datenbanken absolut abfragen, keine Ahnung, wo hat die Ex gewohnt und genau. Das ist ja in Anführungszeichen noch harmlos, aber da waren ja dann auch Sachen dabei wie eher linksgerichtete Journalistin wohnt da und da und das muss wohl auch zu Leuten durchgesickert sein, die dann wohl eher so ein bisschen den Zucken im rechten Arm haben und das ist dann schon wieder was, wo ich sagen muss, sowas ist absolut brandgefährlich und das im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ja nicht so, dass die Art von Leuten nicht davor zurückschrecken würden, mal Gebäude anzuzünden. Ne, klar. Nee, also das Ding ist halt, sowas darf eigentlich nicht passieren und sowas muss auch. Und da kann ich die Leute gar nicht verstehen, die da sagen, ja, da müssen wir mal den Ball flach halten, auch wie der Seehofer. Und sowas gibt's bei unserer Polizei nicht. Natürlich gibt's das. Es gibt überall Arschlöcher, Vollidioten in allen Bereichen, bei der Bundeswehr, bei der Polizei. Diese in der IT auch definitiv, wenn ich mir manche Leute da anschaue, die sich auch Informatiker nennen, da wird mir schlecht. Das gibt überall Idioten. So, und das ist einfach so. Und man muss halt gerade in so einem Bereich, muss man sensibel sein dafür. Man darf natürlich nicht pauschal alle Leute unter Generalverdacht stellen, aber man muss wachsam sein, was da passiert. Und man muss auch bei solchen Datenbankgeschichten, da gibt es sicherlich auch die Möglichkeit, wenn man das möchte, aber die IT bei unserer Polizei ist halt hoffnungslos veraltet, gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, sowas zu monitoren. Was wird da gerade abgefragt? Wie oft wird welcher Datensatz geöffnet? Von wem wird er geöffnet? Auch so Plausibilitätsprüfungen. Macht es Sinn, dass ein Polizist in Bayern auf einmal ständig irgendwelche Abfragen von irgendwelchen Hessen irgendwie tätigt oder wie auch immer? Solche Anomalien einfach. Das kann man sicherlich alles prüfen, aber die IT dort ist halt noch im Steinzeitalter. Da ist man wahrscheinlich noch weit davon entfernt, wahrscheinlich wird da noch gar nichts gelockt. Wahrscheinlich ist es schwierig. Grand to Public auf der Datenbank, ne? So. Also, ja, und das ist einfach traurig. Also man kann da so viel machen, aber unsere Polizei, um Gottes Willen, ich möchte keine amerikanischen Verhältnisse haben, aber was IT angeht, ist die Polizei, und ich meine nicht die NSA, ich meine die richtige, normale Polizei, meilenweit von unserer entfernt, technologisch einfach, mit irgendwelchen
Toughbooks in den Einsatzfahrzeugen, mit vernetzten Systemen, mit Chat-Systemen, wo unsere Polizei ist ja Ländersache, das heißt, da macht jedes Land irgendwas anderes. Habe ich erst neulich irgendwie so ein Video gesehen, dass die Polizei in Hamburg mit Microsoft zusammenarbeitet und da irgendwie sich so einen Messenger jetzt bauen hat lassen. Ja, aber das ist nur die Polizei in Hamburg. Und das ist halt wirklich was, und da lachen sich, glaube ich, auch Kriminelle manchmal einen Ast, wenn sie sehen, okay, über Länder, Bundesländergrenzen hinweg ist teilweise die Kommunikation so schlecht, dass wichtige Informationen verloren gehen. Ja, und das ist dann natürlich für die Kriminellen ein gefundenes Fressen, wenn da Sachen nicht weitergegeben werden. Ne? Also, ja, ganz, ganz nervige Geschichte. Gut, haben wir auch nochmal einen Ausflug zur deutschen Polizei gemacht, war heute nicht geplant, aber jo, haben wir geschafft. Was wir auch geschafft haben bei Kurs of EU Services ist die Mehrwertsteuerumstellung. Das ist auch sowas, möchtest du eigentlich nicht haben als Unternehmen. David, was gibt's denn da für Probleme? Ja, jede Menge. Allein schon, dass ich jetzt jedes Mal im Kopf umrechnen muss. Nein, aber das größte Problem ist eigentlich, dass die ganzen Kassensysteme und viele IT-Anbieter eben extrem Probleme haben. Zum einen kommt das Problem auf, dass die reduzierten Steuersätze erstmal, gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, wie das Ganze umgesetzt werden kann von den Betrieben. Und zwar kann entweder jeder Artikel neu kalkuliert werden, mit einem Bruttoverbrauchspreis etikettiert werden. Dadurch können halt Rundungsfehler entstehen und ziemlich viel Arbeitsaufwand, und außerdem hebelt es die bisherigen Optimierungen von Schwellenpreisen halt um 0,98 aus. Oder sie geben die Steuersenkung ohne Preisangaben weiter, indem sie die Rechnungssumme für alle Posten mit dem gleichen Steuersatz nachträglich um einen Rabatt in der Höhe der Steuerersparnis reduzieren. Das ist aber eigentlich mit dem deutschen Verbraucherrecht nicht vereinbar, denn die sieht vor, dass Gewerbetreibende die Preise für die Endkunden transparent präsentieren müssen. Das geht in dem Fall dann nicht. Und die andere Möglichkeit ist halt, dass das Ganze einfach direkt als sogenannter Kassenrabatt ausgewiesen wird und somit dann an die Endkunden weitergegeben wird. So viel erstmal zur Theorie. Die Praxis sieht ja so aus, dass das größte Problem ist, jetzt kommen da sämtliche Einzelhändler, was auch immer, und nehmen den Support von ihrem Kassensystem in Anspruch. Ja, wir wollen das umgestellt haben, aber die sind gar nicht darauf vorbereitet, weil ich meine, wie oft passiert sowas? Das ist ja eigentlich noch nie, wüsste jetzt nicht, dass das in der Neuzeit mit neuen Kassensystemen vorgekommen ist. Die haben gar nicht genug Außendienstmitarbeiter, die sowas machen können. Der Support ist absolut, absolut fertig von denen. Also die kommen gar nicht dahinterher. Zudem ist das Ganze halt ultra aufwendig, dann zu den ganzen Kunden rauszufahren. Sie haben gemeint, also wenn sie das rechtzeitig am 1. Juni oder Juli angefangen hätten, dann bräuchten sie deutschlandweit bis Dezember, und bis dahin wird es ja schon wieder aufgehoben. Also Dezember ist ja schon wieder Ende. Also es ist totaler Humbug, was sie sich da mal wieder ausgedacht haben. Umsetzung gar nicht mitbedacht, ja. Und achso, ja, gerne. Ja, ich wollte nur sagen, es ist ja auch so, dass viele, wie du schon richtig gesagt hast, viele sind halt da auch angewiesen darauf, gerade jetzt der Einzelhandel oder auch Business-Modelle, sage ich mal, die jetzt IT-fern sind. Ich meine, bei Kurs of EU Services als IT-Bude kriegt man sowas schon hin. Und wir haben halt auch, sag ich mal, den Vorteil, dadurch, dass uns jetzt noch nicht so lang am Markt gibt. Wir haben eine relativ moderne Buchhaltungssoftware, die halt auch mehr oder weniger silent alles umgestellt hat. Also wir hatten da eigentlich null Probleme, mussten so ein paar Sachen bedenken, was jetzt die Rechnungsstellung angeht. Zum Beispiel spielt es da ja eine Rolle, wann wurde die Leistung erbracht, weil du hast ja in der Praxis, hast du es ja relativ häufig, dass du irgendwelche Projekte machst und es wird ja dann im Nachhinein verrechnet. Aber da zählt ja dann auch der Tag, an dem die Leistung erbracht wurde. Und je nachdem, wann es halt erbracht wurde, wird halt auch die Mehrwertsteuer dann entweder mit 19% abgeführt oder die Umsatzsteuer oder eben mit 16% abgeführt. Und das ist halt bei uns jetzt das Thema gewesen. Aber wie gesagt, wir sind da in einer relativ bequemen Situation. Du hast irgendwo einen Einzelhandel, der keine Ahnung von der Kasse hat, und der soll dann mal eben das umstellen. Entweder er macht es eben selbst, was schwierig ist, was die meisten nicht hinbekommen wahrscheinlich, oder er lässt jemand kommen. Und dann habe ich noch im Bekanntenkreis jemanden, der hat halt das Problem, Gastwirtschaft, und ist ITler, und die Frau hat eine Gastwirtschaft, und der hat versucht, diese Registrierkasse selber umzuprogrammieren.
absoluter Krampf. Also was der erzählt, du musst da irgendwelche Tastenkombinationen drücken, dass du dann in dieses Programmiermenü kommst und dann irgendwann hast du dann ein Ding umgestellt, auf einmal hat die ganze Zuordnung zwischen den Preisen nicht mehr gestimmt, dann auf einmal war das Bier zum Wasser und die Cola zum Schnitzel und was weiß ich. Also völlig absurd. Der war dann irgendwann so weit nach einem Tag, den er da verschwendet hat, dass er gesagt hat, hey, ich lasse jetzt mal lieber den Kassendienstleister das machen, der natürlich auch hoffnungslos überlastet war, klar, zu dem Zeitpunkt. Und die, wie soll ich sagen, das Problem war ja, er hat es ja nicht hinbekommen zu dem Stichtag. Das heißt, es gibt wahrscheinlich jetzt rückwirkend irgendwelche Steuerberater, die dann bei den ganzen Unternehmen da irgendwelche Steuersätze neu berechnen oder umrechnen müssen, weil die halt einfach nicht mehr stimmen oder weil das halt einfach nicht zeitgerecht geklappt hat. Und das Gleiche passiert ja nicht nur im Geschäftsjahr 2020, was wir jetzt haben, sondern das passiert dann auch im Geschäftsjahr 21, wenn die Steuer wieder von 16 auf 19 erhöht wird. Also nicht nachgedacht. Das ist wieder so ein klassischer Fall Schnellschuss. Dazu auch noch eine Sache. Da hat heute unser Getränkelieferant bei uns im Büro uns ein bisschen das Leid geklagt. Ja. Was ja auch damit zusammenhängt, was ich vorher nicht bedacht hätte. Pfand. Oh. Flaschenpfand. Jetzt darf der dann mehr oder weniger, wenn das Ganze wieder zurück umgestellt wird oder während der Zeit, jede einzelnen Kasten, den er dann ausgeliefert hat, also jetzt für den Raum Schweinfurt, halt schauen, ist es einer von den 13% Kästen oder einer von den 19% Kästen. Na super. Und ja, ne, also das ist Wahnsinn. Also ich glaube, wenn ich der gute Mann wäre, ich würde ja wahrscheinlich durchdrehen. Ich würde ja wahrscheinlich mal meinen Jahresvorrat an Bier leer knüppeln über die ganze Aktion. Also. Ja, das, wie gesagt, das ist halt einmal, das sind die ganz großen Probleme im Frontend. So, jetzt haben wir aber noch das Backend. So, das ist ja noch die viel spannendere Geschichte dazu. Jetzt muss auch in der Buchhaltungssoftware einmal müssen vier Posten geführt werden. Einmal dann natürlich für die alten Mehrwertsteuersätze und die, ich sag mal, die neuen übergehenden. Das muss ja auch alles mit dokumentiert werden. Und was ich noch sehr spannend in dem Zusammenhang finde, ausgeschlossen davon sind Tabakwaren. Bisschen Lobbyarbeit mal wieder, weil die Tabakwarenindustrie Angst hat, dass sie jetzt alle Steuerbanderolen nochmal neu drucken muss und das würde ja so viel kosten. Also bei den anderen ist es okay. Genau, das ist mir auch wieder, der kann man wieder schützen. Und wie auch schon eben erzählt hat, also zum Beispiel beim Gastwirt ist das Problem, der hat ja nicht nur generell jetzt zwei Steuersätze, sondern er hat ja auch inner- und außerhäuslich, also mit Bewirtung oder zum Mitnehmen gibt es ja auch verschiedene Steuersätze, das heißt, er muss dann vier im Prinzip beachten. Und auch hier noch an laut Aussage zum Beispiel von Konrad Elektronik, die haben auch extrem Probleme, das Ganze halt überhaupt erstmal umzusetzen und deswegen fangen sie jetzt erstmal an, Step by Step, die Artikel, die am meisten nachgefragt werden von Kunden, die umzulabeln nacheinander. Bei den Medimax-Märkten und bei den Elektronikpartnern haben sie sich so dazu entschieden, dass alles, was unter 100 Euro kostet, bleibt bei den alten Preisen und bei den neuen wird dann, oder bei denen, die da drüber sind, wird das Ganze dann an der Kasse ausgewiesen. Und ist halt super, super schwierig. Und wenn man halt nicht gerade wie zum Beispiel Lidl oder Aldi riesige Cloud-Systeme hat, wo das Ganze dranhängt, wo das automatisiert passiert, dann ist das halt echt ein riesengroßes Problem, weil das hört sich, klingt so einfach. Ja, da musst du ja nur eine Zahl ändern. Ja, das ist halt immer so von Leuten, aber die keine Ahnung haben. Und wo überall. Ja, genau. Ja. Also, ja, das Einzige, um welche Auswirkungen, wo es natürlich einfach ist, zum Beispiel Telekom hat gesagt, sie geben die Mehrwertsteuersenkung voll weiter an die Kunden. Die werden das wahrscheinlich relativ einfach im System ändern können. Die Telekom, also, die kann sich doch Oracle-Datenbank leisten. Genau, ja. Da ist es doch alles kein Problem. Ja, das Thema ist, wie du ja richtig gesagt hast, auch diese Umetikettiererei. Das ist ja auch wieder, wenn man Thema Umweltschutz, wir hatten uns ja vor Monaten über die Kassenzettel aufgeregt. Oh Gott, das waren noch schöne Zeiten, da war Corona noch gar kein Thema hier. Aber da hatten wir uns ja über die Kassenzettel aufgeregt und über diese Flut an Papier. Jetzt hast du die gleiche Flut wieder, wenn die ganzen Sachen umetikettiert werden. Also auch völlig am Ziel vorbeigeschossen, also völlig hirnrissig. Aber gut, ich meine, die haben sich das jetzt ausgedacht und die hoffen dadurch, dass die Leute mehr kaufen. Und da ist ja auch wieder das Thema, gebe ich es
als Firma weiter, als Einzelhändler oder als Unternehmen, Dienstleister, whatever, oder gebe ich es nicht weiter? Und die kleinen Firmen, die halt schon haufenweise Kosten jetzt für den Techniker haben, der ja auch nicht nur 5 Euro die Stunde verlangt, die werden wahrscheinlich eher die Sachen nicht weitergeben. Die Steuerersparnis, weil sie sagen, ja, die muss ich ja wieder reinholen, dass ich die Rechnungen bezahlen kann. Und die Großen, die können das vielleicht einfacher machen, weil das sind halt dann in Anführungsstrichen eh da Kosten, weil ja der Techniker oder der Experte, der IT-Experte sowieso da ist in der IT-Abteilung und dann halt einfach irgendwelche SQL-Geschichten macht und da irgendwelche Befehle reindrödelt. Ja, es ist halt alles ein bisschen, also es ist halt wieder völlig, also Ansatz okay, aber Umsetzung gar nicht bedacht. Das ist wieder das, wenn einfach, wenn irgendwelche Schreibtischtäter meinen, sie haben von fachlicher Arbeit einen Plan und sagen, wir machen das jetzt so, das ist super easy. Es ist immer das gleiche. Ja. Irgendwelche Beraterfirmen, die viel zu teuer bezahlt werden oder hier irgendwelche Leute, die einfach gar keinen Plan von der Materie haben und dann sagen, ja, easy, so machen wir das. Ist eine super Idee. Null durchdacht. Es ist immer das gleiche bei uns. Und vor allem, wir reden ja von nur 3%. Ja. Also wenn ich die Wirtschaft ankurbeln möchte, dann hätte ich gesagt, okay, dann lass uns mal auf 10% runtergehen oder so. Aber 3%, hallo, wer sagt wegen 3%, ja, das kaufe ich mir jetzt. Genau. Also da muss ich ja wahnsinnig große Anschaffungen haben. Und wenn ich wahnsinnig große Anschaffungen habe, dann sind mir die 3% mehr bezahlen das auch ist scheißegal. Das, ja. Wenn man also hier ist. Zum Beispiel auch Volkswirtschaftler haben vielfach gemeint, dass der Konjunktureffekt von dem Corona-Paket eher da drin zu erwarten sei, dass man sagt, naja, etwas, was ich für die nächsten Jahre eingeplant habe, etwas Teures, eine größere Anschaffung, naja, dann nehme ich jetzt noch die 3% mit, aber wie gesagt, ganz ehrlich, auf die 3%, also da kannst du auch drauf hoffen, dass es bei Amazon gerade günstiger ist als bei Saturn so ungefähr. Kommt aufs Gleiche dann raus. Ja, naja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr zu dieser ganzen Geschichte steht. Ja, aber also ich halte davon relativ wenig. Und ich denke halt auch nicht, dass es uns was bringt, aber irgendwas mussten sie ja machen. Und es war halt irgendwie eine Nebelkerze jetzt, aber gut. Ja, es sehen auch die meisten Heise-Leser so. Also 87% der Befragten sagen auch, das geht vollkommen an den Branchen vorbei und ist absolut nicht praktisch gedacht. Das bestätigt das auch ein bisschen. Ja. Ich meine, die ganzen Buchhaltungssoftwarehersteller, die freuen sich. SAP wird sich dadurch auch wahrscheinlich ordentlich was verdienen. Jetzt erst durch die Corona-App und jetzt nochmal durch die Geschichte jetzt mit der Mehrwertsteueränderung. Die auch indirekte Lobbyarbeit, ne? Die schieben denen halt immer die Sachen zu, indem sie irgendwelche tollen Ideen auf den Weg bringen. Ja. Naja, aber das ist, ich weiß nicht. Also ich möchte jetzt nicht schon wieder über SAP schimpfen. ich meine, im Prinzip, sie haben natürlich ihre Daseinsberechtigung und wir können auch ein bisschen stolz als Deutschland darauf sein, dass wir wenigstens ein sogenanntes Einhorn im Bereich der IT-Unternehmen haben weltweit. Aber manchmal passieren da schon Dinge, die muss man nicht gut finden und das ist halt einfach so. Gut, was ich aber gut finde, ist, dass sich bei der Deutschen Bahn technologisch was tut, nämlich in Bezug auf die neue ICE-Flotte. Und da ich ja so ein bisschen bahnverrückt bin, was ja viele wissen, und auch vor Corona sehr viel mit dem ICE unterwegs war in Deutschland, finde ich es gut, dass die Deutsche Bahn jetzt mal mitgedacht hat und bei den neuen ICE-Typen die Scheiben austauscht. Hat den Hintergrund nicht, dass ich besser sehen kann, sondern dass ich einen besseren Internetempfang habe. Also dass das LTE-Signal irgendwann vielleicht sogar 5G besser durch die Scheibe durchgeht und man halt eben besser im Internet surfen kann, weil ich bin halt auch jemand, ne, gleich mal hier wieder ein bisschen flexen, mit einer ordentlichen Datentarifgeschichte mit Unlimited von der Telekom und dann möchte ich natürlich nicht diesen popeligen Hotspot im ICE nutzen, sondern dann möchte ich natürlich meinen teuren Tarif nutzen und dann ordentlich im Internet arbeiten oder halt die Betonung liegt wirklich auf Arbeiten, also meistens bin ich halt dann auch wirklich am Arbeiten im ICE und weniger hier auf Netflix unterwegs und dann brauche ich halt einfach eine gute LTE-Verbindung und da war mir das nicht so klar, aber die Scheiben, die scheinen da wohl eine wichtige Rolle zu spielen und da kann man einiges machen mit. Ja. Also finde ich gut. Der Grund ist der, weil da so eine ganz, ganz dünne Metallschicht drin ist in den Fenstern, die anscheinend so also die soll normalerweise die Lichtstrahlen ein bisschen fernhalten, aber wenn du halt Strahlung fernhältst, ist halt das Problem, es gibt ja auch Handystrahlung und die wird damit auch effektiv abgeblockt.
Ja, genau. Also das ist eben das Thema. Also ich kann mich noch erinnern, es gab vor einigen Jahren mal so diese bedampften Scheiben eben für UV-Strahlung und so weiter. Und das wird halt auch sowas sein. Und ist ja auch irgendwie Sicherheitsglas, aber das machen die ja anders. Also da kommt ja kein irgendwie Gewebe rein oder irgendwas, sondern es wird ja irgendwie anders gemacht. Bin kein Glasexperte, also nagelt mich nicht darauf fest. Das geht eh nicht auf Glas, halt Nägel nicht. Ja, wenn du schnell genug bist, bleiben sie drin. Also, so ist halt ja. Mit der Hilti-Nagelpistole kriegst du alles fest. Da wäre sogar Jesus Hildi am Kreuz geblieben. Alles. Ja, Siemens ja. Lufthaken hätten das Problem auch gelöst. Gut, ja, kommen wir zu von ordentlicher Wertarbeit zu irgendwelchen gefälschten Cisco-Hardware-Produkten. Da haben unsere finnischen Freunde von F-Secure, ein Security-Experte von denen, hat da jetzt ein schönes, der klingt jetzt nicht so finnisch, aber ist scheinbar finnisch. Der Dimitri Januszewski hat ein Wallpaper rausgehauen zu Fake Cisco Hardware. Also da ist wohl aktuell gerade auf dem Gebraucht-Hardware-Markt einiges unterwegs. Ich werde das auch in den Shownotes mal verlinken. Also wer sehr viel Cisco Hardware einsetzt, sollte sich das mal angucken. Also da hat sich wirklich ein Experte, ein Nerd ausgetobt, was ja auch wichtig ist, also gerade im Security-Bereich, dass es da Leute gibt, die mal Sachen genauer angucken, und hat sich auch mal die Platine genauer angeguckt von den Cisco-Switchen und hat dann auch zum Beispiel Symptome, also IOCs für Hardware praktisch, Indicators of Compromise, rausgetan, wo er beschrieben hat, woran erkenne ich denn so einen gefälschten Switch, unter anderem halt auch an der Beschriftung von der Hardware. Aber die sind so marginal, diese Unterschiede. Also da muss man schon ganz genau hingucken. Auch die Farbgebung ist weicht nur leicht von der Original-Hardware ab und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr speziell. Wenn man dann aufs Board guckt, und das ist halt schwierig, ne, wegen Garantie. Ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass Cisco nicht so begeistert ist, wenn man das Ding aufschraubt. Aber da kann man auch erkennen, da gibt es so ein Echtheits-Label von Cisco, ob das wirklich Original-Hardware ist oder nicht. Ja, was ist daran so kritisch? Naja, da ist die Hardware ist manipuliert dahingehend, dass halt da Daten zum Beispiel, also nicht an die NSA, sondern an andere Stellen abfließen können, und dass da eben die Möglichkeit besteht, mitzuhören. Was auch witzig ist, da ist zum Beispiel auch ein Bild, wo einfach mal so ein paar auf dem Mainboard so ein paar Drähte aufgelötet sind, die wieder woanders am Mainboard rauskommen. Also das sieht ganz wild aus. Also wenn man sowas bei sich im Gerät entdeckt, da muss man dann schon mal genauer nachfragen. Natürlich, ich glaube auch, das ist da jetzt nicht näher beschrieben, aber ich glaube auch, dass Cisco da einem hilft, wenn man die Vermutung hat, dass man da übers Ohr gehauen wurde. Die haben natürlich da auch ein immenses Interesse daran, aufzudecken, was jetzt Original-Hardware ist und was nicht. Aber es ist ganz interessant, guckt euch das an, wenn ihr Cisco-Hardware einsetzt und öfter Cisco vielleicht auch gebraucht kauft, was da im Moment im Umlauf ist, ist auf jeden Fall nicht ganz ungefährlich. Und wenn man halt gerade bei Netzwerk-Hardware da im Netz drin steckt, könnte es natürlich auch gefährlich werden im Unternehmen. Muss man ganz klar so sagen. Gut, dann kommen wir zu einer Geschichte, die hat uns auch ein bisschen indirekt betroffen. Thema auch Netzwerk, Hardware, aber diesmal war es keine Malware oder kein Hacker, sondern einfach menschliche Dummheit oder Layer 8-Problem. Weil bei Cloudflare hat einfach mal ein Mitarbeiter versehentlich den ganzen Traffic umgeleitet auf einen Router, der dann natürlich, egal wie groß der ist, die Backen aufgeblasen hat und hat dann gesagt, nee, ich will nicht mehr. Und das hat bei Cloudflare, wer die Jungs und Mädels da noch nicht kennt, das ist halt einer der größten CDN und DDoS Protection Provider der Welt,
Und mittlerweile spielen sie ja auch beim DNS-Bereich mit, also in Richtung die DNS-Resolver. Davor haben sie ja auch schon DNS-Server gehostet, aber eben in Bezug auf Domains. Und ja, und jetzt spielen die halt auch als DNS-Resolver für Privatkunden, aber auch für Firmen mit. Und das Fatale war halt, durch diesen Ausfall hat sich so angefühlt, wie wenn das halbe Internet down ist. Also ich kann mich noch erinnern, ich saß irgendwie gemütlich mit einem Notebook irgendwo auf der Couch, glaube ich, und wollte noch irgendwie eine Mail schreiben oder irgendwas. Also wirklich so Pillepalle, war 23:30 nachts, also abends, schon ziemlich spät. Und auf einmal sehe ich hier bei uns im Monitoring, zack, zack, alles Mögliche offline. Denk, das kann doch nicht wahr sein. Kommst nirgends mehr drauf und was weiß ich. Ja, bis ich dann mal geguckt habe, hier Twitter, okay, irgendein Problem bei Cloudflare, denke ich mir, aber es kann doch nicht sein, das ist so viel anderes Zeug auch down. Naja, das sind auch die ganzen Seiten down gewesen, die als bei denen praktisch die Domain den DNS-Server von Cloudflare hinterlegt hatte. Und das sind ja nicht gerade wenig, weil Cloudflare ist mittlerweile auch Domain-Registrar. Du kannst bei denen auch Domains kaufen und da hängt dann halt auch ein Cloudflare-DNS dahinter, der halt die Domain bereitstellt fürs Internet. Also eine ganz heikle Geschichte. Und ich hoffe, dass bei denen mittlerweile das Ganze intern, die gehen da auch sehr transparent mit um. Also es gibt, wer da Bock drauf hat, es gibt einen langen Artikel, der ist auch in den Shownotes verlinkt auf deren Blog, wo die im Detail beschreiben, was da beim BGP schiefgegangen ist, bei dem Border Gateway Protokoll und was da alles passiert ist, dass der Traffic halt so gelaufen ist, wie er gelaufen ist. Und ja, kann passieren, sollte nicht passieren, ist blöd gelaufen und ich hoffe halt, dass die da das Beste draus machen und dass sowas nicht mehr passiert, aber das hat auch für Schocksekunden bei uns gesorgt, weil bei uns halt auch Sachen weg waren. Wir haben jetzt auch Vorkehrungen getroffen, also wir haben jetzt halt auch geschaut, dass wir möglichst den Cloudflare DNS redundant ausstatten. Wir hatten eigentlich davor gedacht, dass wir den redundant ausgestattet haben, aber wie sich dann rausgestellt hat, dass unser Provider im Hintergrund auch nur Cloudflare benutzt. Das heißt also, es hat gar nichts gebracht, dass wir die DNS-Anfragen alternativ zu unserem Provider schicken, weil wenn Cloudflare down ist, ist auch der DNS von unserem Provider down. Und deswegen haben wir uns da jetzt andere DNS-Services noch genutzt, mit reingemacht oder reingekonfiguriert. Kein Google, auf gar keinen Fall. Also da bin ich großer Gegner, auch wenn der noch so performant ist vom Google DNS-Server, aus Privacy-Gründen. Aber wir haben jetzt noch andere DNS-Resolver, die halt auch relativ leistungsstark sind, weil wir halt mit unserer Cloud ziemlich viele Anfragen haben, weil die Server natürlich ständig irgendwie irgendwas im Netz, wenn es nur irgendwelche APIs sind, abfragen und so weiter. Und da hast du halt relativ viele DNS-Anfragen. Und das Ganze muss halt möglichst performant abgewickelt werden, sonst schreien die Kunden rum, dass irgendwelche Sachen langsam sind und man wundert sich dann, wo das herkommt. Ja, das war die Odyssee mit Cloudflare. Was auch eine Odyssee war, das war ja die Geschichte mit 1&1. Die haben ja ihre Kunden ganz schön in die Mangel genommen, wie es um das Thema Konferenzabrechnung ging. Aber da gibt es, glaube ich, News, gell, Georg? Genau, weil wir haben schon im letzten Tech Talken 28 darüber berichtet, dass man bei einer Flatrate von 1&1, wenn man sich da quasi eingewählt hat in Telefonkonferenzen, dass man da teilweise tief in die Tasche greifen musste. Und da sind sie halt jetzt zurückgerufen und diese Telefonkonferenzen werden jetzt quasi mit von der Flatrate gedeckt. Gott sei Dank, weil das war ja bei manchen Kunden schon ein teurer Spaß dann. Ja, also manche haben teilweise 250 Euro gezahlt dafür. Ja, war ein teures Homeoffice. Vor allem, das war ja so, so klein in, wie sagt man nochmal dazu, in kleingedruckten quasi. Und ja, das war dann quasi ein 100-seitiges Dokument, wo du da durchgehen hättest müssen, damit du herausfindest, aha, in die Telefonkonferenz kann ich mich jetzt nicht kostenfrei einwählen. Ja, da hätte Marcel Davis, hätte man da gleich mal anschreiben müssen. Aber den gibt es ja nicht mehr. Also zumindest nicht mehr als Werbefigur. Der arbeitet wahrscheinlich noch bei denen. Aber ja, der hat mittlerweile genug Jobs. Also
Da. Genau, der ist mittlerweile berühmt. Das ist so eine Legende einfach bei 1&1. Marcel Davis, 1&1. Weil mir mein Job noch nicht auslastet, schütze ich jetzt den Max vor Asteroideneinschlägen. Ja. Ja, da gibt's lustige Videos auf YouTube. Also wer da Bock drauf hat. Vor allem von Ralf nicht Hute. In den Shownotes. Genau, nicht in den Shownotes, aber auf YouTube zu finden. Marcel Davis, 1&1. Die Älteren werden sich erinnern. Gut. Hallo, mein Name ist Marcel Davis. Ja, woran sich auch manche Leute erinnern werden, ist an Emotet. Die Seuche ist wieder los. Da geht's wieder rund. Ja, also einmal Wand der BKA davor, dass Emotet noch nicht rum ist. Es hat der jetzt, BKA, das BKA, ja, oder? Der BKA, das BKA. Ja, das BKA, Bundeskriminalamt. Das. So ja, rum. Genau. Ja. Der BKA. Der weicht. BKA weicht. Das BKA. Ja. Dass das Ganze noch nicht rum ist. Es hat zwar momentan weniger Fälle gegeben, allerdings gehen wir davon aus, dass gerade so ein bisschen neue Features implementiert werden. Also, oder dass auch teilweise wahrscheinlich dann die Software ein bisschen umgestellt wird, dass es halt sich immer eben wieder durch die Virenfilter und so weiter besser durchmogeln kann. Das ist ja auch, ich weiß nicht, wie gut sich die Leute damit hier, unsere Zuhörer damit auskennen, aber es ist ja meistens, werden ja dieses Schadsoftware dann auch wieder umgeschrieben, weil die ganzen Filter ja auch nur nach gewissen Patterns agieren. Und wenn man halt einen Pattern umstellt, wird es halt nicht mehr gefunden. Ja, wobei man da sagen muss, da muss ich gleich mal eine Lanze brechen für meine Zunft. Oder ja nicht ganz, arbeite ja nicht im AV-Bereich, aber das ist schon mittlerweile besser geworden. Aber klar, der klassische Schutz, den man früher kennt, der arbeitet halt auf Signaturen. Das heißt, der guckt, kenne ich diese Datei oder kenne ich sie nicht? Und wenn ich sie nicht kenne, dann ist sie gut. Und wenn ich sie kenne, ist sie vielleicht schlecht. So, aber da hat sich ja mittlerweile durch Sandboxing, Verhaltenserkennung und so weiter, hat sich ja einiges getan. Aber ja, da möchte ich jetzt einfach nur mal das ergänzen. Aber du hast natürlich prinzipiell recht, weil in gewissen Bereichen gibt es halt nur diese klassische Prüfung auf Pattern, auf Checksummen. Und da ist natürlich dann, wenn die Datei neu generiert wird oder auch verändert wird, dann greift halt eben dieser Filter nicht mehr und zieht die Datei nicht mehr raus. Genau. Ja, noch eine kleine Erweiterung zu Emotet. Niedersachsen hat sich immer noch nicht von dem Schlag erholt. Ja, mal gucken, also, wann das. Es hat sich schon besser erholt, aber anscheinend gehen E-Mails immer noch nicht ganz so richtig raus und. Aber es scheint schon besser zu sein. Aber wollen wir mal nicht hoffen, dass da noch sich irgendwas zusammenbraut. Ja. Zu den E-Mails auch noch. Emotet klaut anscheinend auch noch in seiner momentanen Version E-Mail-Anhänge. Und ich würde jetzt auch mal davon ausgehen, Metadaten, wenn man eh schon einmal dabei ist. Ja. Um ganz einfach damit effektiver Spearphishing betreiben zu können oder halt sich weiter zu verbreiten. Ist auch, ich würde jetzt mal behaupten, so im Bereich des Red Teaming hier durchaus genau. Gängige Praxis, dass man da mit gefälschten Spearfish-Angriffen, also keine Ahnung, der steht halt in der Rechnung, die man sich bekommen hat, die man da sich geklaut hat, der Name vom Chef oder von der Finanzbuchhaltung und natürlich klickt dann der geneigte Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dann doch eher drauf, wenn da keine Ahnung drinsteht von Herrn Müller, der Chef von dem ganzen Laden ist, als dass, wenn da jetzt draufsteht von irgendeinem Externen. Oder natürlich, es ist dann von einem Externen eine Mail, die halt komplett gefaked wurde. Es soll ja auch das schon vorgekommen sein. Habe ich jetzt in der Praxis auch erlebt. Kunden-E-Mails, die halt, oder Kunden, die uns Mails reportet haben, bei denen eben die Signatur im Unternehmen, also die eigene Signatur praktisch kopiert wurde und an einen Kollegen im eigenen Unternehmen geschickt wurde. Und das ist natürlich eine Geschichte, die funktioniert halt ganz gut, weil du hast halt im Awareness-Training, also bestenfalls, wenn man das gemacht hat, hier nochmal der Hinweis, Kurs of EU Services, wir machen auch Awareness-Training in euren Unternehmen. Aber falls sowas passiert, und ich habe die Leute zumindest schon darauf hingewiesen im Awareness-Training, dass die halt eben genau gucken, was ist denn der Absender. So, dann gucken die da drauf, aber wenn dann
die Signatur von meinem Kollegen drin ist, die ich ja auch habe, weil es ja eine Corporate Identity gibt im Unternehmen, und dann ist meistens, schaltet das Gehirn dann aus und dann prüfen die den Rest halt nicht mehr, weil die Signatur, die kann natürlich nur jemand schicken, der auch im Unternehmen ist, das ist ja sehr klar, ne? Nein, aber das denken halt dann viele, die halt keine Ahnung davon haben, von IT, und dann wird es halt schwierig und dann funktioniert halt die Masche wieder und dann schalten die wirklich komplett auf Durchzug und gucken halt den Rest nicht mehr durch, und das ist halt was man den Leuten halt auch klar machen muss, Leute. Und zur Not halt auch extern, wie ich es gerade angedeutet habe, mit Awareness-Training von extern, den Leuten halt auch klar macht, Leute, nur weil ein Faktor unauffällig ist, heißt es nicht, dass es dann unschädlich ist oder dass es dann wirklich von meinem Kollegen kommt. Und da muss man halt sagen, Leute, bleibt halt weiterhin auch kritisch und wachsam, was da durch die Gegend geschickt wird. Ja, bei dem Kunden scheint das Awareness-Training funktioniert zu haben, weil sonst hätten die wohl kaum die Mail reportet an uns. Ja, aber das ist jetzt eine neue Masche, die halt jetzt genutzt, oder neu ist es auch nicht, aber es wird halt aktuell wieder genutzt und es gibt jetzt wieder neue Versionen. Scheinbar wird wieder Geld benötigt bei den Cyberkriminellen und deswegen schickt man da jetzt wieder neue Fassungen von Emotet lustig durch die Gegend und hofft halt, dass da möglichst viel drauf rumgeklickt wird. Ja. Was man da vielleicht auch noch dazu sagen kann, kann man nicht oft genug sagen, eine E-Mail ist kein sicheres Medium. Also ja. Selbst wenn das Ding verschlüsselt ist, Leute mit Ahnung können sich eine Verschlüsselung selber bauen und das ganze Ding faken. Also E-Mails sind nicht sicher, auch wenn die gut aussehen. Ja, genau. Ja, es wird halt bei vielen Leuten ist halt so im Kopf, ja, E-Mail funktioniert, es ist sicher, sieht nur. Also das ist halt immer noch so ein weit verbreitetes Denken und es ist halt schwierig, die Leute da zu sensibilisieren. Und E-Mail-Verschlüsselung, sind wir mal ehrlich, ist halt auch 2020 immer noch der absolute Dreck. Nicht sinnvoll bedienbar für einen normalen Anwender, ist es nicht bequem, es macht keinen Spaß und dementsprechend wird es halt auch nicht genutzt, wenn man mal ehrlich ist, und das ist halt auch 2020 immer noch ein Problem und ich frage mich, wann das endlich mal angegangen wird, da irgendwas zu bauen, was sinnvoll ist, was sicher ist, was nicht viel kostet. Und was vor allem für die breite Masse anwendbar ist. Genau, ja. Das wäre wirklich schön, wenn es sowas mal endlich geben würde. Ja, gut. Ich würde sagen, zur sicheren Dinge, die auch für die breite Masse anwendbar sind, wenn sie denn richtig funktionieren. Genau, und auch zu einem Messenger, der sichere Kommunikation ermöglicht. Richtig, genau. Und zwar geht es darum, dass Threema, der Messenger-Dienst aus der Schweiz, mit der recht guten Verschlüsselung Entwicklern von Smartphone-Herstellern absichtliches Beschränken der Hintergrundaktivität vorwerfen. Der eine oder andere kennt das vielleicht, wenn man auch solche Apps zum Beispiel wie Threema eben benutzt oder Rocket Chat oder was auch immer, selbst gehostete Sachen, dass öfters mal einfach keine Benachrichtigungen durchkommen. Das soll wohl auch unter anderem bei der Corona-Warn-App vorgekommen sein, dass das öfters mal nicht funktioniert und die Leute dadurch dann effektiv einfach nichts erhalten, gar nichts mitbekommen. Threema wirft es denen deswegen vor, weil die ganzen Apps aufgrund von irgendwelchen eigenen undurchsichtigen Kriterien einfach beendet werden oder schlicht einfach die Netzwerkverbindung gekappt wird, ohne dass der Nutzer davon Bescheid weiß. Und das verstößt wiederum auch gegen die offiziellen Richtlinien von Googles Compatibility Definition Documents, wo das halt genau festgeschrieben ist, dass das eigentlich nicht sein darf. Zudem werfen sie ihnen außerdem noch vor, dass die meisten Smartphone-Hersteller sogenannte Whitelists führen, wo halt so die populärsten Apps drin sind, also zum Beispiel WhatsApp oder Facebook Messenger. Und dass da natürlich dann keine Beschränkungen, ich sag mal, eingreifen und die einwandfrei funktionieren. Und so ist Threema der Meinung, dass halt das Problem dabei ist, dass der Eindruck entsteht, dass die Probleme nur bei Threema liegen oder bei dem jeweiligen Dienst, weil die Benachrichtigung nicht durchkommt, wobei eigentlich das ursprüngliche Problem ist, dass der Smartphone-Hersteller einfach das Ganze reguliert. Dem ist wohl auch was Wahres dran, weil Huawei hat gehandelt. Die haben seit einigen Wochen vorgesehene Hintergrundaktivitäten bei Threema wieder zugelassen. Das soll wohl auch deutlich besser funktionieren bei neueren Geräten und dem neueren Android. Aber andere Hersteller, die zum Beispiel genannt sind, wie OnePlus, Samsung oder Xiaomi, gehen darauf gar nicht ein und werden da wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht einlenken. Da haben wir ja auch schon drunter gelitten,
sowohl bei Streamer als auch jetzt bei unserer internen Chat-Plattform Rocket Chat. Das ist halt wirklich super nervig, weil du kriegst dann teilweise die Sachen nicht gepusht. Bei mir funktioniert es im Moment einigermaßen, aber ich merke schon, dass die Nachrichten teilweise ziemlich spät gepusht werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am PC bin, habe den PC-Client offen, dann kommt die Sache sofort und auf dem Smartphone dann vielleicht erst 3 Minuten, 4 Minuten später an. Obwohl das Smartphone im WLAN ist, vollen Empfang hat und alles gut eigentlich ist, sollte man meinen, aber das funktioniert nicht zuverlässig. Und so kann ich natürlich auch den Leuten Alternativen zu WhatsApp vermiesen, indem ich so Sachen einfach blockiere. Und Huawei war da echt schlimm am Anfang, wo ich noch Huawei hatte, das war absolute Grütze. Und Samsung ist da jetzt scheinbar ein bisschen toleranter, aber ich merke halt auch, dass es scheinbar irgendwie nicht so funktioniert, wie es sollte. Ja. Und die App-Hersteller, die hätten dann halt noch die Möglichkeit zu sagen, okay, meine App guckt regelmäßig nach, was halt wieder auf die Akkulaufzeit geht. Und dafür habe ich ja eigentlich dieses Push-Verfahren, dass dann die Sachen automatisch gepusht werden. Ständig hier jetzt mal so ein alle 5 Minuten Call so ungefähr, ist halt auch für den Arsch. Ich finde es halt auch nervig, wir haben ja schon öfter das Problem gehabt, wie gesagt, und ich bin ja, wir sind beide sehr Leidtragende von der ganzen Geschichte, wo du auch noch Huawei, glaube ich, mal hattest, ne? Und ist halt super nervig, weil teilweise war das echt so, Steffen schreibt mir und dann schreibt er mir dann irgendwo anders, Messenger oder vielleicht dann doch mal auf WhatsApp, wobei wir das inzwischen seit Jahren ja eigentlich meiden. Hey, warum antwortest du mir nicht so? Ja, keine Ahnung, nichts bekommen. Und teilweise sogar dann, wenn du die App anklickst, dauert sogar teilweise noch ein paar Sekunden, weil der ganze Scheiß im Hintergrund erstmal geladen werden muss. Das heißt, da war einfach gar nichts, gar keine Netzwerkverbindung, gar nichts da. Also das finde ich halt auch echt zum Kotzen. Ich muss sagen, ich habe jetzt laut den Aussagen von Huawei, haben sie sich dem wohl angenommen. Ich habe ja ein relativ aktuelles Smartphone, also ein knappes Jahr ist es ja ungefähr alt. Merke jetzt aber bisher keinen Unterschied. Vielleicht kommt das auch noch in Updates oder so, aber ja, mal abwarten. Vielleicht, ihr könnt ja auch mal sagen, wenn ihr ähnliche Probleme habt, schreibt mal in die Kommentare drunter, lasst es uns wissen. Ja. Vielleicht gibt es ja doch noch ein paar mehr. Vielleicht gibt es auch jemanden, der sagt, hey, ich habe Huawei und es ist deutlich besser geworden. Es wäre bestimmt mal interessant zu sehen. Genau. Vielleicht noch ein kurzer Exkurs, auch in Richtung Microsoft Teams kann sowas vorkommen. Das belastet natürlich auch die IT-Abteilungen, weil natürlich dann auch die Leute sich da melden und sagen, hey, liebe IT, ihr habt hier jetzt Teams eingerichtet als Kommunikationsplattform fürs Unternehmen und da kommen Nachrichten nicht durch. Kümmert euch mal drum. Das ist ja so der Klassiker, ne? Weil bei der IT lade ich halt dann das Zeug ab und kotze mich aus. Die können da gar nichts machen. Du kannst da eigentlich nichts machen, außer hoffen, dass diese Hersteller zur Vernunft kommen und dass dann entweder deine App whitelisten, was auch blödsinnig ist, oder du gibst den App-Herstellern die Möglichkeit, was halt auch wieder schwierig ist, weil dann irgendwelche Spam-Apps sich da reinhängen. Ich denke da gerade an die eBay-App, die bei mir öfters mal irgendeinen Schmarren pusht, wo ich mir denke, Alter, das interessiert mich nicht. Dass da gerade keine Gebühr auf irgendwelche Auktionen sind, ist mir völlig egal, will ich gar nicht wissen, aber es wird zuverlässig gepusht und da frage ich mich schon, da wird halt mit zweierlei Maß gemessen und ich finde es halt kacke. Also wenn, dann muss die App, die von irgendeiner Entwicklerbude genau die gleichen Möglichkeiten haben wie die eBay-App oder die Facebook-App. Ja. Aus meiner Sicht. Ja, ist schon irgendwie komisch. Wo du gerade sagst, mit eBay-Push-Nachrichten, ganz lustiger Exkurs dazu, ist auch bei meiner Freundin, die bekommt bis heute immer noch Push-Nachrichten von einem eBay-Kleinanzeigen Firmenaccount von dem ehemaligen Arbeitgeber, obwohl sie da nicht mehr eingeloggt ist. Wir haben die eBay-App neu installiert, wir haben den Cache gehört, werden die App-Daten komplett gelöscht. Ja, also wir werden deswegen das Handy nicht neu aufsetzen, aber es ist immer noch so, sie bekommt immer noch Push-Benachrichtigungen für sämtliche Nachrichten, die verschickt werden. Die kann dann zwar draufklicken, also sieht immer nur die Vorschau, was alles drinsteht. Wenn sie draufklickt, passiert einfach nichts. Die App geht zwar auf, aber dann kommt dann die Startseite. Aber bis heute, ich habe nicht rausbekommen, woher das kommt. Ich habe auch versucht, den Netzwerkverkehr mitzutracken. Ich habe keine Ahnung. Es ist absolut kurios. Ja gut, wenn du es jetzt so erzählst. Datenschutz, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch, sowas zeigt ja meistens darauf hin, dass da irgendwo ein Loch drin ist,
dass ihr eigentlich nur darauf wartet, dass mal jemand reingrätscht. Ja, genau. Also das habe ich auch gedacht. Das ist echt unterirdisch gruselig. Und wie gesagt, das ist, vor allem ist es halt auch nervig, weil über so einen Firmenaccount von so einem Einzelhandelsunternehmen wird da auch teilweise echt viel Zeug verkauft und die ganze Zeit immer wieder täglich. Ping, ping. Ich sehe, das gibt's ja nicht. Also. Ja, das ist heftig. Es ist ja auch eine Datenschutzkomponente, weil du siehst ja trotzdem auch in der Push-Benachrichtigung Dinge, die jetzt für einen Ex-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin jetzt nicht unbedingt so relevant sind. Ja, wenn irgendwer, da sage ich hier meine Adresse und die Kaufdaten, also das, ne? Genau, und du siehst dann da eine Vorschau, auch wenn du die Nachricht nicht komplett abrufen kannst, aber du siehst ja trotzdem schon Sachen. Also, ja, komisch schwierig, auf jeden Fall. Ja. Gut, dass wir jetzt auch nochmal eBay reingebasht haben, aber es alle ist halt, Minderheiten haben ein Recht auf Diskriminierung. Es ist halt einfach Dreck, muss man wirklich sagen. Man kommt um eBay nicht rum, aber eBay ist keine gute Plattform. Das ist genauso wie Amazon. Der Webshop von Amazon, der ist absoluter Mist, die Software. Wenn du das mit moderner Webshop-Software vergleichst, absoluter Käse, aber das ist halt einfach dieses Monopol und jeder nutzt Amazon, also kommst du da nicht drum rum, aber die Software ist einfach kacke, ist einfach so. Gut, was erfreulich ist, oder ich weiß noch nicht, ob es erfreulich ist, wir werden sehen, es wurde ein neuer Dienst gelauncht von der 1&1-Gruppe, meine Freunde von 1&1. Ich finde es ja ganz sinnvoll, dass die jetzt vorhaben, mit der Deutschen Post zusammenzuarbeiten. Und die wollen dich jetzt im ersten Step kostenlos benachrichtigen, wenn irgendwelche Briefe zu dir nach Hause auf dem Weg sind. Die ganze Geschichte, die ist so frisch, ich kann dazu noch nichts sagen, weil ich habe mich jetzt registriert dort. Ich bekomme jetzt eine PIN per Post zugeschickt, mit der ich dann das ganze Ding freischalten kann. Und ich denke mal, so wie ich mich kenne, werde ich im nächsten Podcast mal drüber berichten, weil bis dahin ist es hoffentlich freigeschaltet. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert, wie zuverlässig das funktioniert. An sich finde ich es ja ganz sinnvoll. Das ist jetzt der erste Schritt praktisch. Der nächste Schritt wird dann auch sein, dass du irgendwann eine Vorschau bekommst von dem Brief per PDF zugeschickt. Was ich auch sehr spannend finde, weil das ist natürlich jetzt nicht die Denke eines privaten Menschen, sondern eines Unternehmers, der halt in seinem Unternehmen die Briefe digitalisiert. Also bei Curso for Your Services ist es so, viele wissen es vielleicht, dass wir jetzt hier, ihr habt es ja auch in der Begrüßung gehört, bei Curso for You, wir sitzen halt nicht alle an einem Standort. So, und bei der Services, bei der, sag ich mal, bei unserem Unternehmen, was hinter dem Ganzen steht oder neben dem Ganzen existiert, ist es halt auch so, dass Felix und ich und auch Georg, wir sitzen ja nicht im gleichen Ort und wir können jetzt auch nicht, wenn es jetzt um Briefverkehr geht, der kommt jetzt hier bei uns an, im Headquarter sozusagen, aber den schicke ich jetzt nicht in Briefform weiter, sondern der wird halt eingescannt und digital bei uns im System abgelegt, revisionssicher. So, und das Ding ist halt, wie schön wäre es, wenn die Sachen schon von der Post vorgescannt werden, weil da spart man sich nämlich Arbeit. Natürlich, es gibt Dienstleister, die das machen, kann man, glaube ich, im Moment auch schon beauftragen. Da muss ich aber meine Adresse ändern, dass praktisch die Post nicht mehr hier am Headquarter ankommt, sondern bei dem Dienstleister. Und der scannt mir das Zeug ein und schickt mir das dann weiter. Über Datenschutz brauchen wir jetzt erstmal nicht reden. Ganz klare Sache. Ich habe das jetzt auch nur für meinen privaten Post aktiviert. Also wenn jetzt Kunden von uns zuhören, die Geschäftspost, die wird noch nicht so digitalisiert. Und wenn sie so digitalisiert wird, irgendwann mal, dann muss man natürlich sich auch das Thema Datenschutz mal angucken und auch mit so Spezialisten und Leuten wie Felix, die das juristisch auch ganz betrachten mal. Wie ist das eigentlich, wenn die Post dann digitalisiert wird? Aber es ist interessant. Also ich finde diesen Dienst interessant, auch für Privatleute. Ich bin auch privat mittlerweile so weit, dass ich versuche, viel zu digitalisieren, soweit es halt möglich ist. Wir sind in Deutschland, das heißt, vieles ist auch eben nicht möglich zu digitalisieren, weil du es eben wirklich in Papierform brauchst, wenn du mit irgendwelchen Anträgen oder irgendwas rumhantierst. Aber es ist schon wirklich verlockend, wenn ein da jemand die Arbeit kostenfrei abnimmt und auch noch ohne diese Geschichte, dass der Postverkehr umgeleitet werden muss, sondern du hast weiterhin deine normale Adresse und kriegst dann einfach in Kopie vorab schon mal eine PDF-Datei, finde ich schon echt gut.
Okay, da, gut. Vielleicht ja. Noch eine Sache, was ich halt bei sowas wieder sehe, ist, wie sieht das dann mit dem Fernmeldegeheimnis aus? Ich habe es jetzt auch mal gelesen, ja. Also da müsste man sich halt trotzdem vielleicht noch was überlegen, weil das ist ja dann auch wieder, wie wird das Ding geöffnet, von wem wird das eingescannt und was auch immer. Also ein bisschen, die Idee finde ich wirklich cool, aber was so hinten dran ist, denke ich, muss, da ist noch einiges an Klärungsbedarf und auf vor jeden allem Fall. Auch an Vertrauen, dass man da in den Dienstleister setzen muss oder setzen sollte. Ja, ich meine, ich finde es ja schon mal gut, dass so eine Firma wie 1&1, meine ich jetzt völlig unironisch, so eine Firma wie 1&1, die ja schon doch für Vertrauen steht, wo bisher jetzt keine größeren Data Breaches und was weiß ich bekannt geworden sind, wie wenn jetzt irgendwie eine Firma sagt wie Amazon oder Google, wir machen das. Ne? Also da finde ich, dann ist 1&1 für mich schon, was das angeht für Privacy, sind die dann schon ein bisschen, haben die einen anderen Stellenwert einfach. So. Aber man muss natürlich, und das habe ich ja auch gerade damit gemeint, man muss halt gucken, wie geht man damit in Zukunft um, vor allem auch, wenn Leute im kommerziellen Bereich drüber nachdenken, diesen Service einzusetzen. Und da bin ich ganz ehrlich, da habe ich, das ist so frisch, da habe ich noch keine genauen Informationen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich Datenschützer da wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das muss alles erstmal geklärt sein und die müssen vielleicht auch Zertifikate ablegen. Vielleicht ist es auch so, dass gar kein Mensch diese Briefe öffnet und scannt, dass das alles völlig automatisiert geht, was ja in dem Fall wieder gut wäre. Aber das ist einfach noch ein ungelegtes Ei, da muss man einfach in ein paar Monaten nochmal drüber reden und gucken, wie das Ganze denn funktioniert. Und vielleicht wäre auch nicht das erste Mal, dass so ein Dienst einfach mal ein halbes Jahr läuft und dann wird er wieder eingestampft oder irgendwas. Was auch vielleicht interessant ist bei der Geschichte, die Technik, die muss ja schon bei DHL oder bei der Post irgendwo vorhanden sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann die Post nochmal in ein einziges Briefzentrum schicken. Das wäre ja auch dann so ein Bottleneck, wenn man das mal so sieht, für die Kunden, die diesen Service beantragt haben. Das heißt, die Technik, die muss ja dann wahrscheinlich in allen Briefzentren schon vorhanden sein, Umschlagzentren, um einfach zu ermöglichen, dass das möglichst schnell abgeht. Also das wird auch nochmal interessant. Gibt es dann eine Verzögerung, wenn man das beantragt hat? Oder, also ich meine, eine Ankündigung über einen Brief ist ja was anderes, wie wenn ich das Ding scanne. Für eine Ankündigung, da reicht ja, wenn ich den geschlossenen Briefumschlag einscanne. Und diese Daten hat ja sowieso die Post, um nachzuvollziehen, wann, wo, was entlang gegangen ist. Also diese Metadaten, dann nochmal eine E-Mail, die halt schön designt ist, zu gießen, da ist ja kein großer Aufwand dahinter. Weil das habe ich ja eh in der Datenbank. Das muss ich halt dann für die Kunden, die es beantragt haben, rauslassen im Prinzip. Naja. Es bleibt spannend. Ja, was auch spannend ist, oder also für einen Außenstehenden, für die Betroffenen nicht, ist der Ausfall bei Garmin. Was ist denn da los? Genau, die Firma ist anscheinend Opfer geworden von einer Ransomware, die sich Wasted Locker nennt. Und das sind mehrere Dienste seit Donnerstag betroffen, wie zum Beispiel der Fitness-Tracker und die Navigationscomputer. Die können sich nämlich mit den Systemen nicht mehr synchronisieren. Aber ich habe jetzt gerade noch mal auf der Webseite nachgeschaut. Ein paar Sachen scheinen jetzt wieder zu funktionieren. Also volle Dienst ist noch nicht verfügbar, aber es wird langsam. Die sind ja schon einige Tage drüber. Und also scheinbar hat es die schon heftig getroffen, weil normalerweise so ein Ransomware-Ausbruch, wenn man sich darauf vorbereitet hat im Unternehmen, der löscht normalerweise nicht Großteil der IT aus. Also da muss wohl einiges noch im Argen sein bei Garmin. Das nur mal so am Rande. Da verweise ich auch nochmal auf unser Video. Wir haben nämlich mal, ich meine, da war Felix auch dabei, Unternehmen vor Ransomware schützen. Haben wir mal das war mal auch eine Präsentation von mir, ein Vortrag. Haben wir ein Video online gestellt, findet ihr in den Shownotes, findet ihr auch bei YouTube oder auf unserer Website. Falls ihr Admin in einem Unternehmen seid, einfach mal so Tipps, wie man sich als Unternehmen davor schützen kann, weil im Prinzip, es ist nicht sonderlich schwer, aber
ja, man muss halt was machen. Man muss das Ganze halt bedenken. So. Wir gucken mal. Also ich habe auch einen Kollegen gehabt übrigens, der davon betroffen war. Der wollte irgendwie ein Garmin-Navigationssystem updaten. Ja, das war natürlich dann ein bisschen schwierig, wie man ja, sich vorstellen kann. Das stimmt wohl. Gut. Dann kommen wir mal wieder zur Deutschen Bahn. die ist ja heute gleich zweimal vertreten. Das ist aber eine Herzensangelegenheit, weil ich bin ja Bahnfan und man kann viel kritisieren bei der Deutschen Bahn. Mache ich auch. Aber man sollte nicht überall gleich eine Chance wittern, wo keine ist. Und das ist jetzt so ein Beitrag, da können wir auch noch ein bisschen auf die öffentlich-rechtlichen bashen, aber das machen wir in einer extra Folge, da haben wir auch genügend Material. Ein Beitrag von Panorama zur DB Systel. Die DB Systel ist eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, die alles, was mit IT rund um die Deutsche Bahn eben betreut, sei es jetzt der Online-Fahrkartenverkauf, aber sei es auch die Disponenten-IT, auch die Fahrplanung und so weiter, die Überwachung, aber bis hin auch zum Mailing und was weiß ich alles. Also ein IT-Dienstleister für die Deutsche Bahn. Ich meine, das ist auch nichts Untypisches für Großkonzerne. Sowas macht ja auch die Deutsche Telekom mit ihrer T-Systems und es gibt da zig Beispiele, wo in so Großkonzernen halt eben die IT-Abteilung in Form von einer eigenen Gesellschaft outgesourced wird oder halt fremd vergeben wird. Soweit so gewöhnlich. So, Panorama hat jetzt einen Beitrag veröffentlicht, in denen das Ganze kritisiert wurde, dass scheinbar überhöhte Zahlungen getätigt wurden seitens der DB Richtung DB Systel. Das kann ja auch alles sein. So, und jetzt hat man sich eine Firma ins Boot geholt. Ich will jetzt nicht sagen, einen Mitbewerber von Course of Your Services ist es aber, ja, weitestgehend. Aber wir machen ja nicht nur Hosting und wir machen ja auch kein Massenhosting. Aber es ist ein Hoster. Es ist die Firma Netcup. Und man hat sich da den, ich glaube, Felix Preuß heißt der Geschäftsführer von der Firma. Ich möchte jetzt auch gar nichts zu den zur Qualität von Netcup sagen und auch das muss ich auch immer betonen, nicht dass jetzt da jemand denkt, ich möchte auf die Firma Netcup eindreschen, um Gottes Willen, die haben sicherlich gute Produkte und ich kann das ja gar nicht beurteilen, ne? Aber man hat sich Netcup halt mit ins Boot geholt und Netcup hat da eigentlich auch keinen Fehler gemacht, weil Netcup wurde wahrscheinlich von Panorama gebeten. Ich weiß nicht, wie die Redakteure auf diese Firma gekommen sind. Keine Ahnung, vielleicht hat der Hundezüchterverein der Redaktion hat da irgendwie eine Homepage bei denen gehostet. Aber man hat sich diese Firma mit in den Beitrag geholt und hat irgendwelche internen Dokumente dem Geschäftsführer, den Felix Preuß, gezeigt und hat gesagt, hier, guck mal, bei denen kosten so und so viel Gigabyte Speicherplatz 200 Euro, irgendwie roundabout 200 Euro. Und dann sagt der Felix Preusso, macht seine Website auf von netcup.de und sagt hier, ja, guck mal hier, unser Server kostet 6 Euro im Monat, hat 200 Gigabyte Speicher. So, das ist halt einfach was, da wurden Äpfel mit Birnen verglichen. Ich kann keinen Speicherplatz vergleichen, der von einem Großkonzern genutzt wird, auf Enterprise Storage Hardware, der vielleicht mit einem SharePoint-Server bereitgestellt wird oder mit irgendeiner anderen Software aus dem Enterprise-Bereich, kann ich nicht vergleichen mit einem VPS, mit einem virtuellen Server bei einem Billighoster. Ja, Billighoster, das nehme ich zurück, aber bei einem Hoster, der für Privatkunden irgendwelche VPS anbietet für 6 Euro im Monat, da liegen Welten dazwischen. Also es wurde ja auch nicht genau gesagt, ist dieser Storage, der da bezahlt wird mit den 200 Euro Quetsch, ist der Billig-Storage, der auf SATA-Festplatten läuft, oder ist es ein auf Datacenter SSD basierender Storage, der hochverfügbar vielleicht noch ist und so weiter und so fort. Also da habe ich mich ziemlich drüber aufgeregt, weil eben da hat sich Panorama total verritten. Also der ganze Beitrag, der geht irgendwie 10 Minuten oder so, der fußt genau auf dieser These.
dass man sagt, okay, man holt sich hier jemanden, die sind ja noch ziemlich jung, so ein junges Startup im Hosting-Bereich, holt man sich da einen Geschäftsführer an den Tisch und der zeigt mir mal, was so Storage kostet. Also das ist einfach völlig falsch und hat mit der Realität einfach nichts zu tun. Also das ist absurd einfach. Und nur diesen Storage, man darf auch nicht vergessen, dieser VPS, das ist ein VPS, der steht mit einer öffentlichen IP-Adresse im Internet. So, sowas würde ein Kritis-Unternehmen, was ja die Deutsche Bahn auch ist, mit ihrer Infrastruktur, sowas würden die ja nie buchen. Weil in dem Beitrag wird so getan, als ob, das quittiert der Geschäftsführer auch noch mit einem Grinsen und einem hämischen Lachen, als ob die DB Systel oder die Deutsche Bahn einfach den Storage bei denen anmieten könnten und dann wären sie ja viel günstiger unterwegs. Was völliger Humbug ist, weil, nochmal, der Storage bei denen basiert auf irgendeiner Open-Source-Lösung, auf irgendeinem Linux, das mag funktionieren, alles kein Thema, aber nicht auf einer Enterprise-Plattform. Und von der Hardware braucht man gar nicht reden. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein VPS, der auf einer Büchse läuft, wo 8000 virtuelle Maschinen laufen. Wie schon gesagt, da läuft vielleicht nebenbei der Hundezüchterverein, was weiß ich, irgend so ein Kevin hat noch seinen Minecraft-Server nebenan stehen, auf dem gleichen Blech, wo dann der seinen 6-Euro-Storage hosten möchte. Also das hat mich schon ziemlich geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man da halt dann auch die Firma NetCap in ein Licht rückt, was die gar nicht sind. Nämlich ein Anbieter für irgendwelche Enterprise-Geschichten. Das bieten die sicherlich auch an, aber nicht für 6 Euro. Und also man nimmt da oder man hat da Promo gemacht für ein Hosting-Unternehmen in einem völlig falschen Zusammenhang. Und das sollte eigentlich auch NetCap auch nicht recht sein, dass sie da, weil jeder IT-Profi, der das hauptberuflich macht und diesen Beitrag sieht, der merkt sofort, da wird einfach, werden Äpfel mit Birnen verglichen. Dieser Vergleich hinkt von vorne bis hinten. Und wie gesagt, öffentliche IP-Adresse ohne VPN, diese ganze Infrastruktur, was man bei einem Kritis-Unternehmen halt braucht, um sowas zuverlässig, sicher anzubinden, das wird da mitnichten irgendwo erwähnt, sondern das ist angeblich bei den 6 Euro, das ist völlig vergleichbar mit den 200 Euro, die DB Systel da abruft. Also Backup ist da auch noch nicht dabei. Also vielleicht ist bei den 200 Euro ist auch noch ein Backup dabei. Das Ding ist redundant. Das Ding ist über VPN angebunden. Vielleicht über mehrere Rechenzentren gespiegelt. Whatever. Eine Software drauf. Ein Windows-Server oder ein Storage von, was weiß ich, von einer IBM oder irgendeiner anderen Firma. Also völlig am Thema vorbei. Also absoluter Katastrophenbeitrag. Schlechter Journalismus von der ARD. So, das war mein Rant dazu. Habt ihr euch den Beitrag wahrscheinlich noch nicht angeguckt? Nee, ich habe mir noch nicht angeschaut, aber wir haben uns ja auch in der Pre-Show ein bisschen kurz drüber unterhalten. Also das ist Wahnsinn. Vor allem, ich arbeite jetzt auch in einem Unternehmen, das viel mit Daten zu tun hat, aber jetzt weniger mit Datenaufbewahrung, aber was teilweise, ich weiß nicht, was da genannt wurde, aber wurde auch irgendwie gesagt, ob da noch an diesem 200-Euro-Vertrag noch irgendwas mit dranhängt, wie Ausfallsicherung und was auch immer, weil normalerweise kriegst du ja als Unternehmen eher Pakete, also kaufst du eher Pakete, da kaufst du ja nicht einfach nur, gehst jetzt nicht hin, sagst, ich will, keine Ahnung, 400 Terabyte Storage. Genau, und, ohne SLA. Ich wollte gerade sagen, gib mir eine Bare Metal und wir machen schon. Genau, einfach mal so über iSCSI wird da irgendwas rübergereicht oder so wie bei Amazon so S3 Storage, einfach mal irgendwie so ein S3 Storage rein und ihr macht dann schon was drauf, ne? Also das ist ja, da hängt ja wirklich ein Service dahinter, das ist ja kein Dienst, der da einfach mal so bereitgestellt wird und vielleicht war dieser Preis pro Gigabyte auch auf einen Exchange-Server oder auf einen SharePoint oder irgendwie sowas gemünzt oder was auch immer die Deutsche Bahn da einsetzt, keine Ahnung. Und dann hängt da ja auch eine Verfügbarkeit, eine SLA dahinter und andere Hardware, also wirklich völlig am Thema vorbei.
Aber ich kann mir schon vorstellen, da saßen wieder einige Leute und haben sich in die Schenkel geklopft und haben gesagt, hier, guck mal an, Deutsche Bahn, habe ich doch immer gewusst, Drecksverein und so weiter. Nee, also ihr kriegt das auch bei einem anderen IT-Dienstleister wahrscheinlich nicht viel billiger. Vielleicht ein bisschen billiger, aber nicht viel billiger. Und zumindest dieses Beispiel hinkt von vorne bis hinten. Vielleicht, es mag sein, dass vielleicht die DB Systel an manchen Stellen vielleicht wirklich überteuerte Preise abruft, aber dieses Beispiel, was Panorama in der ARD uns da weismachen will, ist völlig an den Haaren herbeigezogen. So. Ja gut, und da kann man vielleicht noch zu sagen, das Schlimme ist halt, Leute, die sich nicht mit der Technik auskennen, für die ist es absolut plausibel. Also ja. Wenn da jemand steht und sagt, ja, schau mal, mein Speicher ist viel billiger. Ja. Es ist ja im Endeffekt eh erstmal jeder so. Wenn ich auf den Markt gehe und sage, ja, der Apfel ist billiger als der andere, dann. Ja. Na? Es ist ja auch, ich erlebe es ja auch immer wieder, wenn es jetzt zum Beispiel um die Course of Your Services geht, wenn wir mit Kunden Gespräche führen, wenn es jetzt um das Thema Server geht und was Server kosten und nicht kosten sollen, dann wird. Oftmals kriegen wir dann halt Vergleiche angebracht, wo dann halt irgendwie so ein Billig-Hoster oder irgendwas eben jetzt, also nicht Netcap hatte ich jetzt noch nicht, aber dass dann irgendwie da was rausgesucht wird, da gibt es einen großen französischen Hoster mit drei Buchstaben und der wird dann da hergezogen und da heißt ja, hier kostet es so und so viel. Dass wir aber da ganz andere Systeme am Laufen haben, dass das individuell angepasst wird, dass wir Firewall-Systeme davor haben, dass wir Intrusion-Prevention-Systeme davor haben und solche Geschichten und dass wir Sachen sichern, replizieren, Snapshots erstellen, also Storage auf Storage-Ebene Snapshots erstellen und solche Geschichten, dass wir ein AV mit drin haben und, dass der Service ein anderer ist, das sehen die alle nicht und das wird am Anfang auch gar nicht so wahrgenommen. Das ist halt das große Dilemma in meiner Branche, dass man den Leuten halt, also dass Hosting nicht gleich Hosting bedeutet und dass man, jetzt muss ich mal einen anderen Kanal zitieren, du weißt erst, was gut ist, wenn du weißt, was gut ist. Und das ist halt auch da der Fall. Ne? Also du musst erstmal wissen, genau, was brauchst du, welche Anforderungen hast du und dann kannst du mal nachgucken, liefert der Hoster das überhaupt, kann er das überhaupt liefern und wenn ja, zu welchem Preis. So, und da ist nicht nur das Thema 200 Gigabyte oder wie viel Speicher brauche ich, sondern das sind noch so viele andere Faktoren. Das Thema Bandbreite haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert. Wenn ich so einen Storage in der Cloud anmiete, welche Bandbreite habe ich? Weil es kann ja sein, hier Netcap hat vielleicht 100 Mbit oder vielleicht ein Gigabit, aber die DB Systel hat vielleicht 10 oder 40 Gigabit in den Backbone von der Deutschen Bahn rein. Also ganz anderes Thema nochmal. Gut. Da habe ich jetzt keine Überleitung. Wir haben ja unsere Kategorie Achtung Update oder unseren Patch Alert. Es war wieder Patch Day und da war wieder was los, das kann ich euch sagen. Die üblichen Verdächtigen waren dabei gleich am Anfang eine wahnsinnige Lücke von Windows oder Microsoft in deren DNS-System. Ein Trojaner konnte sich nämlich über den DNS-Service von Microsoft weiterverbreiten. Deswegen solltet ihr dringend mal auf eure Windows-DNS-Server gucken. Auch die Domain-Controller, die ja, ja technisch bedingt ja auch einen DNS-Dienst hosten, die sollten dringend gepatcht werden. Das Ganze könnt ihr euch nochmal in den Shownotes nachlesen. Dann gab es auch kritische Updates, 443 Patches für verschiedenste Oracle-Produkte, also auch die unsere heißgeliebte, überteuerte Oracle-Datenbank ist da auch mit dabei. Adobe hat auch einige Patches rausgehauen, unter anderem ist da auch sowas wie Photoshop mit dabei gewesen. VMware hat unter macOS, also dieses VMware Fusion, gepatcht, da gibt es auch eine Root-Lücke. Ja, Zoom, auch unser Lieblingsprodukt, was Videokonferenzen angeht, hat auch was rausgehauen. Da gibt es einen Fix für ältere Windows-Versionen. Juniper-Router, also Juniper-Netzwerk-Switche und Router, also Junos OS, hat auch ebenfalls ein Update bekommen. Chrome hat
der Google Chrome 84 hat 38 Lücken geschlossen. SAP hat eine kritische Lücke, die laut heiße Angaben 40.000 SAP-Kunden betrifft. Also auch nichts Kleines. Magento-Shop-Systeme haben auch eine Lücke, die einen unbefugten Zugriff erlauben. Also sollte man auch mal angehen. Ja, das WordPress-Plugin WP Discus hat auch eine kritische Sicherheitslücke. Dann der Thunderbird, also Mozilla Thunderbird Mail-Client. Die Big IP Appliances von F5, die haben ebenfalls Probleme, sollte man unbedingt patchen. Und das CMS Drupal hat ebenfalls drei Lücken in Modulen. Ja, und es gibt auch einen Exploit für Microsoft SharePoint Server. Also auch da gibt es einen Patch. Ja, selig sind die, die den SharePoint in der Cloud haben. Falls die den schon haben, dann ist das Ding natürlich schon eingespielt. Ansonsten müsst ihr da tätig werden. So, wer, ja, jetzt wird's interessant. Wer auch tätig werden musste, das war der Thomas Jensen, der Gründer vom Wacken Open Air Festival. Ich weiß, das ist jetzt ein sehr harter Cut, von irgendwelchen Microsoft-Sachen zu Heavy Metal zu kommen. Aber dieses Jahr fand ja das Wacken-Festival, ja, wir wissen alle, Corona-bedingt, jetzt nicht in der Form statt, wie es sonst stattfindet, sondern digital. Und wir haben uns vorhin in der Pre-Show schon mal ein bisschen beömmelt, was diese virtuelle Bühne angeht, die Wacken da jetzt auf die Beine gestellt hat. Also vorweg erstmal grundsätzlich finde ich es super, dass die das überhaupt durchgezogen haben, ein digitales Festival auf die Bühne zu stellen. Für Lau. Das muss man vorneweg schon mal schicken. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, dass das natürlich eine super Sache ist. Und ich habe mich auch gefreut, einige Bands zu sehen, wie eben zum Beispiel Eskimo Callboy oder auch gestern Heaven Shall Burn. Und auf Sabaton freue ich mich noch und Hämatom und was hat man noch gesagt? Powerwolf ist aber, glaube ich, nur eine Aufzeichnung. Nightwish, glaube ich, nur eine Nightwish kommt noch. Nightwish habe ich gestern geguckt, genau, danke. Aber es gibt da so eine Geschichte, nämlich, die haben sich mit der Deutschen Telekom zusammengetan, mit Magenta 360, die ja eigentlich, muss man sagen, bisher immer einen recht guten Job gemacht haben, was jetzt die Konzertübertragung angeht. Ich weiß nicht, inwiefern die Telekom da die Finger im Spiel hat. Weiß ich nicht, weil es kann ja auch sein, dass das eine Produktionsfirma macht, die auch sonst, wie beim Fußball zum Beispiel, gibt es ja auch so Produktionsfirmen, die produzieren für Sky und für die ganzen Pay-TV-Sender einfach das Signal, dieses Weltbild, und das wird dann einfach nur noch mit Branding von dem jeweiligen, ja, der das Material eingekauft hat, versehen. Das weiß ich nicht, das kann hier ja auch so sein. Deswegen, wenn wir jetzt hier auf die Produktion schimpfen, dann kann es sein, dass wir die Telekom meinen. Es kann aber auch sein, dass wir die Produktionsfirma meinen, die einfach die Telekom beauftragt haben. Hat, aber es ist halt einfach so, dass jemand das Signal ja irgendwie auf die Leitung geben muss, auf die Telekom-Leitung, und die verbreiten das dann halt unter ihrem Branding weiter. So, das vorneweg schon mal als Disclaimer. Worum ging es jetzt? Die haben eine virtuelle Bühne auf die Beine gestellt. Ein paar Bands profitieren von dieser virtuellen Bühne, also zum Beispiel eben auch gestern Heaven Shall Burn, und auch Sabaton sollen davon profitieren. Und aktuell, ich habe gerade im Third Screen auf dem Tablet lautlos den Stream laufen, da ist Beyond the Black als Band gerade am Start, die haben auch diese Virtual Reality Bühne. Jetzt erstmal an euch, wie findet ihr die Bühne, was geht da eigentlich ab? Was da abgeht, also in meiner Hose auf jeden Fall nichts, wenn ich das sehe. Also du hast kein Nein. Zelt in der Hose, wenn du die Bühne siehst. Nein. Also ja, ich habe es ja mit dem Steffen heute schon mal besprochen gehabt, ich habe die Bühne noch nicht in ihrer ganzen Glorie gesehen. Ich habe nur mal kurz bei Heaven Shall Burn am Anfang reingeschaut und habe mir gedacht, so, meine Fresse, was denn das? Jetzt habe ich dann noch mal Bilder auf dem Heise-Artikel mir angeguckt. Ja. Leute, also, ich weiß nicht, war das das Kind vom Grafikdesigner, der das Ganze gemacht hat? So. In Blender. Ja, aber in schlecht.
ich weiß nicht, was da los war. Leute, sowas können eigentlich besser. Ja, das ist, wenn du so Spiele aus den 2000er Jahren hast, also so kostenlose, die irgendwo bei einer CD mit dabei, in der Müsli-Box mit dabei waren, die haben eine bessere Grafik teilweise als diese Bühne. Also es ist wirklich erschreckend. Also ich weiß nicht, wie Tobi schon gesagt hat, welches Kindergartenkind da irgendwas in Blender zusammengedrückt hat. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich will ja nichts sagen, ne, aber... Technische Daten, ein Regisseur, 6 Designer, 5 Engine-Programmer, 4 Kameraleute, 5 Tracking-Spezialisten, 2 Lichtdesigner und Techniker. Und das Ganze mit Cinema 4D. Und 8 Render-Server. Also das ist echt traurig, was da rauskam. Was da am Ende rausfällt, ist ja wirklich eine Katastrophe. Da hat die Telekom mal wieder schön meine 129 Euro vom Handyvertrag, die haben sie schön verbrannt für so eine hirnrissige, Entschuldigung, Scheiße. Es ist, also, das hättest du daheim im Greenscreen besser hinbekommen, Entschuldigung. Guckt euch das mal an. Also gerade läuft jetzt dieser am Anfang in einem Interview mit Heaven Shall Burn, was vor dem eigentlichen Konzert stattgefunden hat, war ja die Rede auch von einem virtuellen Moshpit, der da stattfindet. Und ich hab mir so gedacht, okay, dann haben die vielleicht Leute animiert wie bei einem Computerspiel, die einen Moshpit machen. Kann ja sein. Wäre ja cool gewesen. Das ernsthaft jetzt. Also wenn so, was weiß ich, in irgendeine Computerspiel-Engine da so ein Moshpit generiert wird mit irgendwelchen Avataren, finde ich geiler als diese Punkte, die dann wie so eine Welle dann da durchgehen. Also, aber das, was da gezeigt wird, ist absoluter Müll. Und Georg hat es ja auch, wir hatten ja dann bei uns im Chat darüber geschrieben, der hat ja auch eine Idee gehabt, die ich auch hatte, die mir so kam, wo ich gedacht habe, warum zum Fick blenden die nicht einfach Archivmaterial von der Crowd ein und tun so, als wäre das die echte Crowd? Warum kann man das nicht so, wie diese Buttons bei Stefan Raab, warum kann man nicht da diese Buttons da, dass dann halt auch ein Regisseur dort sitzt und sagt, hey, jetzt passt gerade gut ein Moshpit und blendet dann einfach im Live-Bild dann einfach einen Moshpit ein. Fertig aus, das würde geil aussehen, es würde vielleicht, wenn man es nicht weiß, nicht sofort jemanden merken oder wenn man nicht so direkt drauf achtet, aber dieser Pixelbrei, der sich da bewegt, der angeblich die Crowd sein soll, das ist eine absolute Katastrophe. Also, nicht nachvollziehbar. Es ist einfach einem, also weiß ich nicht, einen solchen Bands oder so auch finde ich nicht ehrwürdig. Also Entschuldigung, es ist halt peinlich. Also, ja, es ist einfach peinlich, Entschuldigung, aber weiß ich nicht. Wenn ich jetzt Heaven Shall Burn wäre, ich fände das ehrlich gesagt ein bisschen, also ich würde mir auch so denken, so, ja geil. Also dann hätten sie halt einfach eine normale Studioaufnahme gemacht, wahrscheinlich deutlich unkomplizierter und einfacher gewesen und hätte wahrscheinlich genauso gefetzt, weil ich meine, bei den anderen Bands hat es ja auch mega geklappt. Bei Eskimo Callboy, das war ja eine reine Übertragung der Bühne ohne irgendwelchen Firlefanz und die haben das Ding auch gerockt. Die hatten halt eine geile Lightshow und so weiter und das hat gepasst, aber nicht so einen Firlefanz da. Und sich damit zu brüsten und zu sagen, hey, wir haben hier ein krasses Studio und eine geile LED-Wand, das mag ja alles sein, aber diese außenrum, also die Bühne an sich, die ist gut, das gefällt mir auch, die LED-Wand, da kann man schöne Sachen im Hintergrund einblenden, das ist ja auch meine Hoffnung, dass Sabaton zum Beispiel ist ja auch eine Band von Weltformat, man muss sie nicht mögen, aber es gibt sehr viele Leute, die mögen Sabaton und da wünscht man sich einfach, dass die Techniker mitbringen und sagen, hey, geht mal zur Seite, wir machen das jetzt hier, wir blenden mal was Ordentliches ein und jeder Schwenk, der von der Bühne weggeht, ist einfach absolut scheußlich. Das sieht aus wie ein schlimmes Haus vom Nikolaus in schwarz gemalt hat, die Bühne so. Und dann, also, ja, schaut es euch selber an. Die Bühne an sich, ja, schaut es euch an, das kann man schlecht beschreiben. Jetzt gerade läuft zum Beispiel wieder so eine Kamerakranfahrt über die Crowd. Und die Crowd sind einfach so weiße Lichtpunkte. Das ist wie durch so ein Lensflare, der da, also wirklich ganz schlecht. Ja, genau, wie wenn 1000 so Handylichter da leuchten. Also es ist wirklich, guckt euch das mal an, aber das ist wirklich peinlich und ich hoffe, dass
wenn bei der nächsten Pandemie, wenn wir das sind, dass sich dann die wacken Jungs und Mädels, dass sich die da einfach einen anderen Partner suchen für so eine Bühne. Und dass wir da Leute haben, die technisch ihr Handwerk verstehen. Das mag alles super aufwendig sein. Hast ja gerade gesagt, was da passiert. Aber diese Engine da draußen, die ist eine absolute Katastrophe. Vielleicht gibt es da auch irgendeinen Computerspielhersteller, der sagt, hey, ich kann das besser und ich liefere euch da eine Engine, die ihr da verwenden könnt. Aber das ist einfach kacke. Was ich noch gesehen habe, das habt ihr vielleicht noch nicht gesehen, das wurde jetzt zum ersten Mal eingesetzt, wie ich das gerade im Search Screen gesehen habe, bei dieser Band, dass die Bilder, die Zuschauer einschicken konnten, dann im Publikum platziert haben. Und das war halt auch schlecht. Also es war halt einfach so klein, dass du nichts erkannt hast. Da ist es doch viel. Also warum kann ich da nicht einfach dann mal gedrittelt oder von mir aus auch sogar Fullscreen mal für 2 Sekunden einen Fan komplett zeigen, der über, haben sie ja angekündigt, über Zoom sein Kamerabild als Reaction praktisch zeigt. Das sieht doch besser aus, wie wenn ich auf diesen schwarzen, weißen Pixelbrei irgendwo so ein kleines Bildchen irgendeinen Zuschauer dann zeige, wo man sowieso nichts erkennt. Also absolut für mich nicht nachvollziehbar, was die da machen. Und ich wäre eigentlich ganz froh gewesen, wenn auch gestern Heaven Shall Burn gesagt hätte, Leute, wir machen das einfach ganz normal im Studio ohne diese komische Bühne und oder im Probenraum. Es waren auch schon Bands dabei, gerade bei den kleineren Bands oder bei den Bands, die von weit her kommen, die Corona-bedingt jetzt nicht einreisen können für den Spaß, die einfach aus dem Probenraum das produziert haben. War auch geil. Da waren auch geile Sachen dabei, ganz ehrlich. Aber das, also absolut unwürdig, wie du sagst, ja. Unwürdig, teilweise peinlich für die Bands, die da hätten sie es einfach gelassen, es wäre auch voll in Ordnung gewesen, hätten sie es in den Mund nicht so voll nehmen müssen, aber das ist eigentlich so eine Enttäuschung und ja, also. Ja, eine ganz normale Übertragung hätte es auch getan, da muss ich jetzt mal ein Beispiel aus dem Non-Metal-Bereich droppen, ein ehemaliger Kollege aus dem Bereich YouTube-Berichterstattung und so weiter, der Justin Polnick, der früher mal bei Broadmark als Journalist unterwegs war, der ist ja jetzt als DJ relativ erfolgreich, also ist einer der meistgebuchtesten DJs in Deutschland, wusste ich auch nicht. Der hat jetzt wieder einen 48-Stunden-Stream, der startet jetzt am Wochenende, rausgehauen, wo zig DJs auftreten und die machen auch nichts mit einer virtuellen Bühne oder virtuellen Publikum, sondern die nehmen halt einfach die DJ-Sets so wie sie sind, mit einer geilen Kameraregie, die halt schön umschaltet, geile Lichteffekte und Nebeleffekte und so weiter und das ist auch okay. Das ist zwar eine ganz andere Musikrichtung, bin ich mir auch dessen bewusst, aber warum sollte man das beim Metal auch nicht hinbekommen, dass man das ohne Publikum und was mir gerade noch einfällt, die Feuereffekte gestern bei Heaven Shall Burn. Ja. Also so eine Computerfeuerfontäne, die kann man auch geiler machen. Aber das war also ja wirklich. Ich habe es auch gerade gesehen, gerade im Video, gerade kurz reingeschaltet, war es auch gerade kurz. Und ich muss sagen, also wenn man jetzt mal bei YouTube so ein Tutorial eingibt oder vor 5 Jahren ein Tutorial eingegeben hat, wie man mit After Effects so einen Muzzle Flash von einer Pistole macht oder so, also das sah realistischer aus und das hat ein 12-Jähriger auf YouTube gezeigt. Also, sorry, wirklich. Okay. Ja. Gut, jetzt haben wir genügend gerendert. Wenn der Podcast am Montag kommt, ist das Wacken-Festival vorbei. Deswegen können wir jetzt auch nichts sagen, falls es Sabaton morgen einen raushaut, der uns alle umhaut. Was ich hoffe, aber ehrlich gesagt nicht glaube, weil wahrscheinlich die gleichen Techniker dort die Bühne steuern. Werden wir noch sehen. Ich wünsche mir einfach das normale Wacken zurück. Und ich sag mal so, es wäre wahrscheinlich auch kein großer Verlust gewesen, einfach die normalen Studiokonzerte zu streamen oder vielleicht auch einfach zum größten Teil auf Archivmaterial zurückzugreifen, was sie ja sowieso machen. Das sind bestimmt, ich meine, die zeichnen ja jedes Konzert auf, egal ob das jetzt im Pay-TV oder im normalen TV läuft.
die zeichnen jedes Konzert auf. Und das ist ja bei allen Festivals, bei allen größeren so. Aber es wird ja nicht alles gezeigt. Und da hätte man ja auch sagen können, okay, wir haben manche Konzerte nicht ausgestrahlt oder wie gestern zum Beispiel In Flames, das war ja schon etwas älter. Das hat man dann halt einfach nochmal gezeigt. Oder auch Nightwish, das war ja von 2013 oder irgendwas. Ja, aber das war immer noch geil. Warum nicht? Warum soll man sowas nicht nochmal versenden? Und ich finde auch jetzt die Moderation jetzt nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die haben jetzt keinen Moderator rausgesucht, der keine Ahnung hat, sondern das ist halt jemand aus dem Musikbusiness und macht zwar, glaube ich, also der Kafka macht ja, glaube ich, hauptsächlich elektronische Sachen, glaube ich. Jetzt lehne ich mich da sehr weit aus dem Fenster. Ja, aber auf jeden Fall hat man sich da jemanden hergeholt, der zumindest moderieren kann, der auch in der Musikbranche unterwegs ist. Und das finde ich auch okay, aber die Bühne ist ein absolutes No-Go. Was ich auch gut finde, habt ihr wahrscheinlich auch noch nicht gesehen, das sind diese ganzen Reportagen, die halt kurz mal so 10-minütige Snippets, die da eingeblendet werden, wo man einfach mal so ein bisschen Hintergründe vom Wacken-Festival sieht, das Dorf ein bisschen gezeigt wird, die Organisation, auch so ein paar Hintergründe über die Gründerväter vom Wacken Open Air. Das ist schon ganz interessant, finde ich auch gut gemacht, aber die Bühne, sorry, die geht absolut nicht. Gut. Ja. Dann, ja, von Hintergründen auf der Bühne zu virtuellen Hintergründen in Cisco WebEx. Ja gut, das machen wir ganz kurz und knackig. Cisco WebEx hat jetzt die oder will jetzt die Funktion einfügen, dass man Hintergründe unscharf stellen kann. Ähnlich wie was Teams schon kann. Wollte gerade sagen, ähnlich wie es Windows und andere also Mac Konferenzlösungen. Genau, andere Konferenzlösung hier Mac, High Sierra, glaube ich, heißt es hier. Oder heißt sie die, ja. Die Methode, das mit der es, mit dem das Ganze funktioniert, genau das OS, kann das Ganze schon, Cisco zieht jetzt nach. Ja. Ja. Jetzt nichts Spezielles, aber durchaus sinnvoll. Durchaus sinnvoll. Will man mal gesagt haben, vielleicht benutzt es ja hier jemand und. Genau. Ja. Es ist ja nicht so untypisch. Genau. Was auch sinnvoll ist, das ist auch unter der Kategorie, möchte ich erwähnen, weil sinnvoll klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber das ist eine Anleitung für Dehnübungen am Mausarm. Es ist. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen immer so ein bisschen Probleme mit dem Mausarm und mit der Hand. Natürlich so. Davon. Und da war es eigentlich ganz gut, dass die T3N da einen schönen Artikel mit rausgehauen Bildchen. Hat. Was man da machen kann, ja, T3N was. Nee, finde ich, ist wirklich ein Problem. Höre ich auch von anderen IT-Lern oder Leuten, die halt im Büro arbeiten, die halt viel zu klicken haben und mit der Maus hantieren. Auch Gamer sind da natürlich nicht ausgenommen. Und da kann es schon mal zu Problemen kommen, was jetzt die Beweglichkeit und die Schmerzempfindlichkeit an der Hand angeht. Diese Übungen, die haben wirklich geholfen. Also da hatte ich dann keine Probleme mehr. Das Ziehen war weg und so. Also nur mal so als Empfehlung. Findet ihr in den Shownotes, da möchte ich jetzt oder muss ich eigentlich nicht weiter jetzt drauf eingehen. Die Leute, die es betrifft, die wissen jetzt davon und ja, wen es noch erwischt, der weiß, okay, da gab es mal was. Ja, was es auch gibt, ist Windows 10 und Windows 10 ist ja 5 Jahre alt mittlerweile und da wollte ich einfach nur mal kurz anreißen, erstmal, wie eure Erfahrungen denn mit Windows 10 so sind. Und ob ihr unterschreiben würdet, dass es das beste Betriebssystem bisher ist, was Microsoft jemals auf den Markt gebracht hat. Was ja manche sagen. Ja, da ist das so? Fange ich einfach mal an. Ja. Ich habe mit Microsoft so eine kleine Hassliebe-Beziehung, wie es vielleicht manche Leute, die den Podcast hören. Ja, du bist ja schon mal fremdgegangen mit Manjaro Linux. Mit Manjaro Linux. Ja. Also sagen wir es mal so, ich mag Windows 10, was ich auch nicht schlecht finde. Es gab ja so am Anfang zu Windows 10 Zeiten so diese Befürchtung, ja, jetzt wird Windows 10 an alle gratis verteilt und dann später die Updates kosten was und ach, was hat man für Schreckspenste an die Wand gemalt und 5 Jahre später ist nichts davon passiert. Ja. Ja, was ich mir von Windows wünschen würde, ist vielleicht ihre Bash bzw. ihre Kommandokonsole ein bisschen
Zugänge zu machen oder einfach die Kommandos von Linux zu übernehmen, weil ich die kann. Das ist aber eine sehr einseitige, aber gut, es ist gestattet, ja. Kann man sich wünschen. Ja, also zumindest, dass vielleicht auch diese ganze Command-Line-Sache so ein bisschen entwicklerfreundlicher oder bastlerfreundlicher ist. Oder ja. Man hat jetzt mittlerweile auch dieses Subsystem in Produktion. Ist sowas nix, aber jetzt so für einen für Tests oder Tests irgendwas mal eben machen. Für Hobbyisten, denke ich, ist das eine ganz gute Sache. Aber wer hätte ganz ehrlich mal vor 10 Jahren gedacht, dass Microsoft sich irgendwo mal Open Source reinschraubt? Niemand, oder? Also ich nicht. Wirklich. Also gut, das hat vielleicht auch was mit dem neuen Chef zu tun und mit der Denkweise, die da mittlerweile dran steckt. Wie du ja gerade gesagt hast, wir haben Windows 10 wird ja immer noch verramscht, mehr oder weniger. Und es ist auch nicht absehbar, dass da jetzt irgendwie mal der große Dollar damit gemacht wird, weil die Dollar-Geschichte, die macht Microsoft mittlerweile mit der Cloud, mit Microsoft 365 und Teams und was alles dahinter hängt. Deswegen sage ich mal, wird das wahrscheinlich nicht passieren, dass die irgendwann sagen, okay, jetzt nehmen wir hier mal richtig viel Geld aus dem Kunden raus, wenn er Windows 10 oder Windows nutzt. Also das ist schon ein Kurs, der aktuell mir, der ja nicht komplett Angst vor der Cloud hat, weil er ja auch selber Cloud-Dienste anbietet, zwar jetzt nicht von Microsoft-Dienste, aber halt eben Cloud-Dienste mit Kurse für Your Services, die aber so speziell sind, dass sie entweder in Azure nicht relevant sind oder rentabel sind. Und da mache ich mir aktuell keinen Kopf, dass das ein großes Problem darstellen wird, weil es wird immer noch genügend Unternehmen geben, die halt nicht auf die Microsoft Cloud gehen und darauf angewiesen sind. Ja, was mir noch eingefallen ist, was ich mir von Microsoft wünschen würde, ist, dass ich so Sachen wie einfach Edge oder sowas auch deinstallieren kann, ohne Probleme. Der neue Edge ist echt genau. Okay, muss ich sagen. Ja, das Problem ist aber, ich bin jemand, der die Software nicht möchte und deswegen möchte ich sie runter haben. Mhm. Ja, okay, also mehr Customizing für. Ja, das mal keine Ahnung. Ich verstehe es, dass Microsoft das ihr System auch möglichst anwenderfreundlich halten will. Dann baut halt einen zusätzlichen Pro-Mode oder irgendwie sowas ein. Oder ein Experten-Modus. Genau, oder so blöd wie es klingt, warum nicht? Also ja, sowas gab's oder gibt's ja im Serverbereich teilweise. Eben, die erweiterte Ansicht. Früher gab es den God-Mode bei Windows 7. Wisst ihr noch? Und wisst ihr? Ja, also dass man einfach sowas mit reinmacht, natürlich kann man sich damit das System komplett zerschießen, aber das kann ich auch, wenn ich bei Linux ein Root-Verzeichnis lösche, dann... Aber du bist ja auch ein Pro, das heißt, du wirst da nichts zerschießen, du kennst dich ja aus. Du bist ja der geborene Systemintegrator. Ja, es ist ganz böse Black... ganz viel gelogen. Ganz viel ganz böse Black Magic und... Ja. Deswegen schwarze Katzen und einen Drudenfuß um den PC ziehen, wenn er nicht... Genau. Ja, David, wie siehst du das? Bist du zufrieden? Also, oder? Ich kann mich nicht beklagen. Ich war damals auch, weiß ich noch, einer der ersten, die auf den Windows 7-Zug aufgesprungen sind. Ich hatte Windows 7 ja auch schon in den Early Stages mir irgendwie mal aus dem Netz besorgt. ich meine, er ist jetzt schon verjährt, also da kann mir keiner was. Nee, genau. Und Windows 10 war ich eigentlich auch von Anfang an gleich mit dabei und eben, wie gesagt, ich kenne immer noch Leute, die sich bis heute vor Windows 10 verwehren und immer noch, ich will mein Windows 7 und das ist alles viel besser, was sie aber immer noch nicht bedenken ist, weißt genau du, so sagen dann kaufen die sich halt aktuelle Hardware und dann, ich meine, klar, das läuft, aber viele Befehlssätze funktionieren gar nicht, Security-Patches und der ganze Scheiß, also... Kann ich halt nicht nachvollziehen. Ich sage ja, wie gesagt, Windows 10 ist auch nicht perfekt. Mich bringt es auch oft zu Weißglut und viele Sachen. Aber das macht macOS mittlerweile natürlich auch. Also Apple hat jetzt mittlerweile auch einigen Schmarren drin und Probleme und das auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, ich bin super zufrieden, muss ich sagen. Also es ist halt so der ich sag mal jetzt, tägliche Brötchenreinbringer, ne? Weißt du, was ich meine? Also kratzt dein Brötchen mit super verdienen, es funktioniert einwandfrei. Also wir könnten auch schlechter leben mit Windows, sag mal es mal so. Ja, es könnte auch schlechter sein, definitiv. Ja. Was mir halt so auffällt,
Das ist manchmal nervig, das stört mich persönlich so ein bisschen und wahrscheinlich bringt es auch Leute, die auf Aussehen sehr viel Wert legen und auf grafische UI und so weiter auf die Palme, dieses unfertige Bedienkonzept, was die Systemsteuerung angeht. Dass du halt teilweise nicht mehr weißt, wo ist jetzt was oder nach irgendwelchen Updates, dann findest du, also was mich wirklich kirre macht, wo Microsoft, glaube ich, seit Jahren immer wieder dran rumfummelt, ist einfach die Geschichte mit den Netzwerkeinstellungen. Mhm. Wie oft finde ich diesen scheiß Netzwerkadapter nicht mehr in der Systemsteuerung und hol mir dann die alte Systemsteuerung wieder her und so wirklich weiß man auch nie, wann wird die jetzt verschwinden, was passiert da jetzt. Natürlich könnte ich mir jetzt 30.000 Seiten Knowledge Base Artikel bei Microsoft durchlesen. Aber im das Changelog, kann man auch einfach lassen. Was da jetzt, man kann es aber auch einfach lassen und kann, man kann auch kann was Besseres normales machen. Genau. Genau. Und ich meine, ich heiße jetzt auch nicht Marco Sonovic und arbeite beim Technet-Team von Microsoft und kriege das dann irgendwie intern mit. Also das ist auf jeden Fall nervig für alle Leute, die das administrieren. Übrigens, heute ist SysAdmins Day, also Happy SysAdmins Day, nachträglich für die Leute, die es hören. Steffen, jetzt wissen ja unsere Zuhörer, wann wir aufnehmen. Oh Gott, nein. Ganz schlimm. Nein, aber das ist einfach sowas, was ich hasse. Und ansonsten bin ich wirklich zufrieden. Ich bin Microsoft auch dankbar für solche Geschichten wie den neuen Edge-Browser, der endlich mal benutzbar ist, wenn man es denn benutzen möchte, weil manchmal braucht man halt einfach mal einen Chromium-Browser und möchte nicht unbedingt die Seuche von Google auf den Rechner installieren und Microsoft hat man eh überall schon drin, also schlimmer kann man es da nicht machen, datenschutztechnisch. Dann das Thema, was ich auch gut finde, ist das Subsystem, Linux-Subsystem, auch wenn ich es selten benutze, aber gut. Dann Hyper-V, auch nicht verkehrt, dass es dabei ist. Sandboxing, das Thema Security ist ja halt auch bei Windows 10 mal komplett neu angegangen worden, endlich mal. Ich meine, wir lachen oft über den Windows Defender, aber es ist immerhin noch besser als gar nichts. Und wenn man jetzt mal absolute DAO-User anschaut, die sich so ein Ding kaufen und hinstellen und gar nichts dran machen und dann halt einfach mit dem Edge ins Internet gehen, dann ist es schon gut, dass es halt überhaupt einen Virenscanner gibt, der einigermaßen was wegnimmt und vor allem der out of the box auf dem Gerät ist. Ja, genau. Genau, ohne dass der Anwender irgendwas machen muss. Und das ist schon wirklich eine schöne Geschichte und finde ich auch gut, auch die Windows Firewall gut, die gab es ja schon jahrelang, aber dass es die halt immer noch so gibt und das ist schon wirklich wichtig auch, ne? Also, und wir warten mal ab, wie sich das jetzt entwickelt mit der Integration in die Cloud-Welt, in professionellen Bereich, da wird Windows halt weiterhin relevant sein und wird halt in Zukunft einfach nur noch das Abspielgerät für die Cloud sein, wahrscheinlich in vielen Fällen, aber es ist halt trotzdem nicht so, dass es komplett wegfällt und was du ja im Mac-Bereich beobachtest, was Apple da macht, da weiß ich halt auch nicht, ob die sich komplett verrennen, weil die iPads, die sind ja so zugedengelt, dass du halt gar nichts machen kannst. Genau, also kannst ja vergessen. Ich habe mir auch schon überlegt, so ein iPad als mobile Arbeitsstation kannst du aber vergessen. Du kannst ja, ich habe von jemandem gehört, der versucht hat, auf einen Webspace mal ein paar Dateien zu ändern, Webentwickler. Ja, kannst du knicken. Du kriegst ja nicht mal einen FTP-Client oder einen SSH-Client irgendwie in Terminal sinnvoll da drauf, weil auch Hintergrunddienste überhaupt nicht funktionieren. Paralleles Arbeiten mit mehreren Fenstern und so weiter. Da ist ja noch sinnvoller, wenn du dir ein Android-Tablet holst und da eine Tastatur und Maus ran machst, als ein iPad. Also wirklich schwierig und da bin ich froh, dass Microsoft sich immer noch so auf die Grundbedürfnisse von PCs besinnt, weil sowas brauchst du halt einfach, um produktiv arbeiten zu können. Für Multimedia ist wieder eine andere Baustelle, aber da kannst du ja was anderes nutzen. Aber fürs wirkliche, wie du sagst, Brot- und Buttergeschäft, fürs tägliche, brauchst du halt ein ordentliches Betriebssystem, mit dem du arbeiten kannst und mit dem du auch wirklich was machen kannst. Ich meine, es ist alles besser als Tempel OS, aber falls ihr es kennt. Das ist die Frage, wenn du dran glaubst, ist es das perfekte OS. Also so ist es. Wie gesagt, alle lieben das, was Microsoft macht.
Liebt denn auch der Georg Windows 10? Den haben wir ja noch gar nicht gefragt. Wie ist denn dein Stand, deine Beziehung zu Windows 10? Man hasst es manchmal, aber man ist eigentlich zu abhängig davon. Also das ist eine Sucht, die sich ein ganzes Leben lang zieht irgendwie. Würdest du auf Windows 7 zurück wollen oder auf XP gar, was manche Leute ja also so Hardcore, also XP, heiße Forums, Leute. Auf XP bin ich nur zurück wegen den Spielen, die es dazu gab damals. Die waren wenigstens noch gut mit den 3D-Pinball, das war geil, ja. Gut, das könntest du ja virtualisieren, wenn du unbedingt 3D-Pinball... Ja, es gibt es als Exe im Internet, ja, also... Ja gut, auf diversen Seiten. Ja, gibt schon noch, aber das wäre der einzige Grund für XP, aber ansonsten, nee, Windows 10 bin ich relativ zufrieden, aber wie du schon gesagt hast, teilweise mit der Menüführung und das ist zum Beispiel mein Problem, sind die Soundeinstellungen. Das ist so die Windows 10 Soundeinstellungen, diese moderne Ansicht, da finde ich nicht das, was ich ändern will. Geht mir ganz genauso. Ja. Genau, ja. Und da muss ich immer auf die alte gehen, weil ansonsten, auch wenn ich bei den Anwendern irgendwie helfen will, sonst komme ich nicht weiter. Also, aber es ist ja schon mal ein Vorteil, dass Microsoft nicht Apple ist und sagt, ja, wir haben jetzt was Neues, das alte hauen wir raus, auch wenn das die Funktion noch nicht liefert, aber brauchen wir ja nicht. Das ist ja das, was Apple macht. Also da irgendwelche Sachen raushauen und sich dann wundern, warum sich die Leute aufregen, weil du halt nichts mehr einstellen kannst. Ne? Also das ist schon gut. Aber was auch noch so ein ganz kleines Detail, was ich richtig hasse, was mich aus irgendeinem Grund aufregt, ist, wenn ich irgendwas auf meinen Computer suche, in die Suche eingebe, dass dann Webergebnisse angezeigt werden. Oh ja. Das triggert mich einfach. Dann werden die Webergebnisse bevorzugt, weil dann sagt sie, nö, ich suche dann nicht genau am PC, sondern ich schlage dir lieber ein paar Webergebnisse. Aber wer benutzt denn die Windows-Suche? Also ja. keine Ahnung. Also ist mir noch nie aufgefallen, das will ich jetzt mal ausprobieren, warte mal. Doch, nee, das ist absolut grausam teilweise. Wenn du es nicht abschaltest... Das haben wir, glaube ich, im Unternehmen über Gruppenrichtlinien deaktiviert. Okay, ist unnötig. Okay, alles zurückgenommen. Aber es ist zumindest so bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dass zuerst bei mir immer noch die Programme kommen, bevor dann irgendwann mal die Webergebnisse kommen. Ja, das ist auch bei mir so, aber das ist halt echt so ein Ding, wo man sich fragt, es warum? Es nervt. Wenn ich was online suchen will, dann mache ich einen Browser auf. Ja. Und was mir auch noch auf die Idee kommt, ich will verdammt nochmal Cortana rausschmeißen. Weg mit der Cortana. Ja, Cortana ist unnötig. Also das war halt so eine hastige Reaktion von Microsoft. Wir machen auch mal was mit Sprachassistenten. Genau, es gibt jetzt von Amazon hier die gewisse Dame und es gibt von Apple was und es gibt von Google was. Also wir brauchen von Microsoft unbedingt auch irgendwas mit Sprache. Ja, und dann ist halt Cortana irgendwo rausgefallen und kein Mensch interessiert sich für die gute Dame. Also hätte man vielleicht auch besser machen können. Also vielleicht ohne Scheiß. So ein Sprachassistent, so ein Klotz wie meine Dame von Amazon das ist, vielleicht würde ich mir sowas von Microsoft sogar holen, wenn ich die Möglichkeit habe, meine Dienste damit zu verheiraten, Office 365 und so weiter. Also vielleicht hätte das sogar Potenzial gehabt, aber Microsoft hat es ja nicht mal versucht. Die haben einfach gesagt, hey, wir haben es ja im PC drin. So, ich kenne niemanden, der es im PC benutzt. Dazu, warum auch? Dazu muss ich auch sagen, ich würde wahrscheinlich einen Sprachassistenten noch eher von Microsoft kaufen als von allen anderen. Wobei, bis ich mir einen Sprachassistent kaufe, da muss schon mal jemand ordentlich die Hand anlegen. Also, das ist ein Problem, mir auffällt. Ja, okay. Ja gut, vielleicht kann ein neuer Sprachassistent auch Hand anlegen, man weiß es nicht. Ja gut, ich habe es eher anders gemeint, aber okay. Ja, sagen sie alle immer. Ja, gut. Nee, aber also ihr wisst, was ich meine. Ja. Also das ist schwierig, Cortana ist eine schwierige Beziehung. Ja. Kann ich jetzt noch nicht so ganz fühlen, würde ich... Ja, um mal einen hier auf Montana Black machen, also das fühle ich jetzt nicht unbedingt, aber es gibt sicherlich Leute, die mögen Cortana, also wahrscheinlich die Entwickler von Cortana. Ich muss sagen, für die Windows-Suche habe ich von jemandem, der vom Mainframe kommt, merkt ihr einfach, wo die Dateien liegen.
und navigiere einfach das Dataset direkt an. So mache ich das ja, jeden Tag. Ja, aber manchmal habe ich doch auch Programme, ja, du bist die ja suche auch ich komisch, eher David. Über die Suche. Weil ich habe ja nicht jedes Programm irgendwie am Desktop rumliegen. Ey. Ah, kennt ihr noch diese Microsoft Search-Geschichte, die es früher gab? Das war ein Hund. Oh ja. Den schnüffelnden Hund. Der war richtig geil. Oder die Büroklammer. Das ja, war wie hieß der denn nochmal? Pornös. Clippy, genau, ja. Aber da gab es ganz viele verschiedene. Clippy, ja, das ist. Warum hat Microsoft Clippy getötet? Also, überlegen. Steffen kriegt jetzt Flashbacks, kann heute Nacht nicht schlafen. Ja, Clippy, also in Office Clippy, das war doch irgendwie schon lustig. Ja. Also, muss ich sagen. Aber dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema weiter, oder? Na, ich hätte noch einen Wunsch. Ich hätte noch einen Wunsch. Komm, hau raus. Nämlich diese Virtual Desktops. An sich eine coole Idee, aber man kann es irgendwie nicht richtig von einsetzen. Linux geklaut. Ja, weil stimmt. Ich hätte es gern, dass ich mir irgendwie vorher einstellen kann, meine verschiedenen virtuellen Desktops, und dass die dann auch geladen werden, wenn ich einen Rechner neu starte. Wie praktisch wäre das einfach, wenn ich dann verschiedene Desktops für verschiedene Umfelder hätte, wo ich sage, okay, ich habe jetzt einen virtuellen Desktop, den habe ich jetzt nur fürs Homeoffice. Das sind alle meine Programme fürs Homeoffice. Und dann habe ich so einen Produktiv-Desktop, ja, fühle ich. Also, um bei Montana Black nochmal zu bleiben, das fühle ich voll. Also, weil ich meine, ich habe das ja auch, dass ich zum Beispiel manchmal, wenn ich jetzt hier irgendwas werke, Homeoffice oder irgendwie auch privat für Firma, keine Ahnung, dann habe ich jetzt zum Beispiel hier Sachen offen und dann habe ich auch mal so, dass ich sage, okay, jetzt will ich mal kurz irgendwie entspannen und Videos gucken oder irgendwie Newsseiten aufmachen oder E-Mails lesen oder was auch immer. Und wenn man das halt vorbereiten kann oder jetzt so das Thema Monitoring, das finde ich halt auf dem Notebook spannend. Jetzt hier in meinem Homeoffice habe ich halt auch einen Bildschirm, wo ich jetzt das Monitoring einfach draufpacken kann und da läuft es dann. Aber wenn ich jetzt unterwegs bin, dann könnte ich mir einen Desktop bauen, da sind die ganzen Monitoring-Sachen offen und dann könnte ich mit einer Tastenkombi da immer mal hin switchen und wie du sagst, ich boote den Laptop und dann ist das Ding halt offen. Und das fände ich auch spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, vor allem, wie du das schon sagst, dann einfach mit einer einfachen Tastenkombination mal kurz draufschauen. Und, und so klickst du dich halt dann durch deine Fenster durch. Ja, und da kriegst du dann wieder Schmerzen in der Hand. Und dann kannst du die Anleitung, die ich verlinkt habe, kannst du dir die dann angucken. Ja, also es gibt noch sehr viele Ideen. Ich bin auch dafür, dass wir die Umfrage der Woche mal erweitern. Ich würde da einfach mal euch noch fragen, was wünscht ihr euch von Windows 10 oder was findet ihr scheiße? Da mache ich einfach mal ein Kommentarfeld rein, da könnt ihr euch dann austoben, Wünsche, Anregungen für Windows 10 und vielleicht ist da ja noch was dabei, was interessant ist, was wir noch gar nicht vermisst haben, was euch aber fehlt oder zur Weißglut treibt. So, was mich auch immer zur Weißglut treibt, ist, wenn irgendwelche Leute, die ihre Bildung aus der Bild-Zeitung haben, also aus der Computer-Bild, dann sagen, hey, ich habe hier meinen Rechner mal mit C-Cleaner oder mit C-Cleaner optimiert. Ja, ich würde sagen, C-Cleaner ist und jetzt genauso geht gehasst wie Webergebnisse in der Windows-Suche oder Cortana. ja, ich habe mich super gefreut, als ich das gelesen habe. Klingt schon ein bisschen böse, aber es ist so. Windows Defender stürzt, Entschuldigung, der Windows Defender stuft den C-Cleaner jetzt als Potentially Unwanted Application ein. Yay, ich habe mich gefreut. Das ist aber vor der Zeit. Trugschluss, leider, muss ich mich enttäuschen. Ich habe mich super gefreut, ich habe eben die Meldung noch gesehen, gesagt, Jungs, das kommt noch in den Tech Talk. Als ich das dann mal überlesen habe, ist mir dann aufgefallen, der Grund ist nicht, weil das einfach scheiß Software ist, sondern bei der Installation werden halt Adwares mit installiert und die sind in der Regel potentially unwanted applications und deswegen wird das Ganze als unerwünscht eingestuft. Gegen die Funktion als Cleaner an für sich sagt Microsoft nichts. Sie waren schon mal so weit, dass sie das so einstufen wollten, haben sich dann aber noch zurückgehalten. Jetzt haben sie es wohl durchgeführt
Und die Aussage sei, während die gebündelten Anwendungen selbst legitim sind, kann eine Bündelung von Software, insbesondere von Produkten anderer Anbieter, zu unerwarteten Softwareaktivitäten führen, die sich negativ auf die Benutzererfahrung auswirken können. Ich würde sagen, das ist sehr diplomatisch ausgedrückt, dass sie das Scheiße finden, was, wie heißen sie, glaube ich, PeriSoft oder inzwischen ist es, glaube ich, Avast. Avast hat die übernommen. Ja, bei denen wundert mich schon gar nichts mehr. Die schnuffeln Daten aus und Schadsoftware, unerwünschte Werbung. Aber ich finde es trotzdem gut, unabhängig davon, warum es jetzt passiert ist. Es wird immerhin jetzt vom Defender erkannt und Ja, ich meine, vielleicht nehmen sich auch andere Hersteller das mal zu Gemüt und sagen, hey, ich habe ja auch hier einen PUA-Prüfung mit in meiner Software drin und das haben ja viele AV-Hersteller. Und dann könnte man da auch den C-Cleaner mit rausnehmen, weil das würde uns nämlich sehr, sehr viel Ärger ersparen, gerade wenn du im Privatbereich so für die halbe Verwandtschaft IT-Support machst. Wie oft hattest du da den Fall, dass einer gedacht hat, er ist jetzt der Computerexperte schlechthin und schießt da irgendwas mit dem C-Cleaner durch die Gegend und macht dann halt alles viel noch schlimmer also, als eigentlich. Gesagt, für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, man braucht keinen Registry-Cleaner, das ist absoluter Bullshit. Genauso braucht man auch kein Tune-Up-Utilities oder wie diese ganzen Bockmist heißt. Tuning, also das ist alles Tools. Blödsinn. Er also, benutzt die Windows-Bordmittel dafür, das reicht wunderbar aus. Und wichtig, keine SSDs defragmentieren. Habe ich nämlich auch schon so Spezialisten gelesen, die da meinten, oh, das ist viel besser für die SSD. Nein, es ist genau nicht. Die berätst du da quasi dabei. Genau, es gibt ein Verfahren, dieses Trimming-Verfahren von SSDs, das hat aber nichts mit Defrag zu tun. Defrag kommt ja aus einer Zeit, wo du noch mechanische Festplatten hattest, wo dann eben zusammenhängende Datenblöcke mit so einem Lesearm gesucht werden mussten und dadurch sind höhere Zugriffszeiten und Latenzen entstanden. Das hast du aber nicht mehr. Das ist ein mechanisches Problem, das ist gelöst durch SSDs. Wenn du natürlich noch eine HDD, eine normale Festplatte in deinem Rechner hast mit physikalisch bewegbaren Lesekopf, dann könnte sowas sinnvoll sein, aber ich kenne niemanden, der das als Hauptplatte mehr benutzt, sondern das ist meistens halt irgendwie so als Datengrab, so ein paar Terabyte im Rechner drin, wo man halt seine Bilder ablegt oder seine Cloud synchronisiert, sein OneDrive oder Dropbox und wie sie alle heißen, aber nicht als Systemfestplatte. Und dann bringt dir halt das Defrag relativ wenig. Gut, was relativ wenig bringt, ist Apple aktuell, also ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, ich habe das Gefühl, die schaffen sich langsam ab. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, was die alles machen mittlerweile. Die haben ja jetzt die wollen jetzt auf ARM-Prozessoren gehen und dadurch gibt es ja jetzt auch einige Einschränkungen, die man da erwarten kann. Aber Tobi, bevor ich dir jetzt vorgreife, was ist denn da schon wieder los? Also bei Apple? Apple will in Zukunft eigentlich nur noch, so wie ich es verstanden habe, auch seine Prozessoren selber herstellen und auch damit dann auch auf ARM-Architektur switchen. Da kommen so einige Probleme mit sich. Unter anderem, dass man auf einem Apple-Rechner dann kein Windows mehr installieren kann. Wenn man noch was anderes anstatt Mac OS will, ist es dann maximal noch ein Linux, dass man in einer ARM-Architektur findet, was auch nicht unbedingt so leicht ist, wenn ich mich richtig erinnere. Nee. Und das Thema ist ja auch, Entschuldigung, muss ich kurz mal noch rein ergänzend, das Thema ist ja nicht nur Bootcamp, dass ich eben parallel mir ein Windows installieren kann, sondern ich kann auch kein Windows mehr virtualisieren, weil diese Virtualisierung basiert halt eben auch auf x64-Architektur und ist eben in der ARM-Architektur nicht möglich, dass ich in ARM nativ direkt virtualisiere. Was ich vielleicht machen kann, irgendwann mal, ist das zu simulieren und es klingt genauso scheiße, wie es auch ist, weil da geht sehr viel Performance verloren und
es wird wahrscheinlich nichts bringen. Also man wird wahrscheinlich da nicht sinnvoll mit virtuellen Maschinen mehr arbeiten können. Und das ist halt für Administratoren fatal. Also das heißt also, du kannst eigentlich ein MacBook zukünftig nicht mehr richtig für den Admin-Business-Einsatz verwenden. Und ich kenne einige Leute. Ich habe am Anfang gedacht, wer macht das denn? Welcher Sys-Admin verwendet denn macOS? Es gibt einige. Und mittlerweile habe ich ja auch ein MacBook. Also von daher, weil es halt eben aktuell geht. Und es ist teilweise ja auch wirklich angenehm. Aber wenn das dann wegfällt, blöd. Dann muss ich entweder generell über RDP arbeiten, über Terminal Server, oder ich muss mir halt einen Windows- oder Linux-Laptop Weil eine Simulation besorgen. Ist absolut keine Option. Also, das ist wie wenn du ein Auto mit 1000 PS fährst oder wenn du im ersten Gang rumfahren kannst. Ja. Ja gut, dann gibt es noch zwei kleine, nochmal zwei Nachteile, oder einen großen und einen etwas kleineren Nachteil. Einmal Legacy-Software kann man sich von verabschieden. Neue Systemarchitektur, also alles, was drunter liegt, kannst du wegschmeißen. Ja. Die ganzen Mac-Developer. Ja, ich glaube, als Mac-Developer würde ich mir jetzt erstmal eine Flasche hatten, hochprozentig sorgen. weil diese ganzen Core-Libraries und das ganze Tobi, ich habe das Gefühl, du hast ein Alkoholproblem. Der Tobi weiß halt, was man macht in solchen Situationen. So diese First-Aid-Kit für den Developer. Der Tobi ist das, ein Schweizer Taschenmesser. Das Gute beim Tobi ist ja, der hat für alles immer einen Rat. Ja. Das ist ja schon mal... Wenn ich auch selber eins abhab, aber... Nicht nur eins. Ja gut. Ja gut. Ich fahr nicht auf Felgen, also so ist es nicht. Aber jetzt machen wir das Ding mal fertig. Was dann auch noch ein Problem oder zum Problem führen kann, dass die GPU wohl auch so ein bisschen mit dieser ganzen neuen Architektur verheiratet werden soll. Wer sich das ausgedacht hat, um Gottes Willen, also Leute, was macht denn ihr? Und vielleicht was noch ein kleiner, nicht ganz so Wermutstropfen ist, dass wohl Thunderbolt besser integriert werden soll. Ja gut, das ist wenigstens etwas. Ja, also ich weiß jetzt nicht, was sich der Apple gedacht hat, aber auch wenn es jetzt wahrscheinlich wieder nach mir klingt, ich glaube, die Apple-Jünger werden es kaufen und werden sich freuen. Ja, natürlich. Ich meine, ARM-Architektur grundsätzlich mal macht schon Sinn, ist natürlich performant, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in einem Desktop-Gerät sinnvoll aufgehoben ist. Wenn ich jetzt hier von einem Android-Smartphone oder Tablet ausgehe, da kann das durchaus sinnvoll sein. Aber oder auch bei einem iPhone oder iPad, aber doch nicht in der Desktop-Hardware. Und dann, ich meine, du hast jetzt natürlich höhere Akkulaufzeiten und so weiter, aber was bringt dir das, wenn du dann im Umkehrschluss deine ganze Software eigentlich in die Tonne kloppen kannst? Die Großen, die werden da natürlich mitgehen. Natürlich wird es ein Microsoft Office für einen Mac dann auch für ARM geben oder ein Adobe Photoshop oder ein After Effects oder Premiere und natürlich auch die eigene Schnittsoftware Final Cut und so weiter wird es auch alles als ARM geben. Aber letztendlich, ich weiß es nicht. Vielleicht, natürlich, wir sind jetzt hier in einer IT-Blase. Wie du sagst, also die Leute, die da begeistert sind von Apple die vielleicht nur den Safari nutzen, um im Internet zu surfen und ab und zu mal in Photoshop ein Bild bearbeiten, für die wird sich wahrscheinlich erstmal nichts ändern, außer dass der Akku länger hält. Und ich glaube halt, das sind halt auch die Leute, die Apple aktuell anspricht. Und ich habe auch immer mehr das Gefühl, dass Apple eigentlich gar keine Enterprise-Anwender oder Business-Anwender mehr haben möchte. Also ist so mein Gefühl, dass die immer weiter in die Richtung, so kreative Privatkunden oder vielleicht kreative Agenturen, kleine Agenturen, aber im Business-Enterprise-Umfeld, dass sie da eigentlich gar nicht mehr mitspielen wollen, dass das eigentlich uninteressant ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ARM die Architektur der Zukunft werden wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Und vor allem, nachdem sie jetzt mit sowas kommen, ich meine, wir kennen Apple, wie du schon gesagt hast, die sagen, wir haben was Neues, das Alte kommt weg. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn sie das wirklich durchziehen, dass es dann die Möglichkeit gibt zu sagen, ich kaufe ein Modell mit ARM oder mit Intel, da gibt es nur noch eine Version geben. Also die sind immer relativ radikal. Genau, also da musst du halt als Apple-Kunde
würden jetzt sagen, Jünger, musst du halt fressen, was du vorgesetzt bekommst. Und das wird in Zukunft halt dann diese ARM-Technologie sein. Ich meine, Ältere werden sich noch erinnern. Apple hat es ja mal schon früher versucht. Das ist noch wahrscheinlich vor unserer Zeit gewesen. Hatten die ja schon mal ihre eigenen Prozessoren auf irgendeiner anderen Architektur und sind dann auf Intel gewechselt. Und dann haben die halt irgendwann mal hier, ja toll hier, wir haben jetzt Intel, was für Vorteile. Ich glaube, es war 2006 oder 2007, aber da habe ich diese ganze Mac-Geschichte nicht wirklich verfolgt. Und da hat es mich auch einen Scheiß gejuckt, ehrlich gesagt. Da waren andere Sachen wichtiger. Aber letztendlich hatten die das ja schon mal hinter sich gebracht. Und mal gucken, wie lange sie das durchhalten. Und ja, vielleicht werden wir dann in Zukunft weniger Macs sehen. Vielleicht mehr Macs im Privatumfeld für Leute, die halt wirklich nur diese klassischen Sachen machen wollen. Und ja, im Business-Umfeld eher Windows. Weil letztendlich, jetzt mal ganz ehrlich, ob jetzt ein Kreativer, der mit Adobe-Produkten arbeitet, das auf einem Windows-System macht oder auf einem Mac OS, ist ja eigentlich völlig egal, weil er arbeitet ja in der Adobe-Software und die sieht auf beiden Systemen identisch aus. Oder das Gleiche, wenn man jetzt mal einen Konkurrenten nimmt, zum Beispiel jetzt Blackmagic, wenn jetzt jemand mit DaVinci Resolve arbeitet zum Beispiel, das gibt's auch für den Mac, das gibt's aber auch für Windows. Nenn mir einen Grund, warum ich dann unbedingt Mac OS drunter haben muss. Oder also, es gibt in Zukunft, die Laptops werden da alle, sag ich mal, abgespeckt und können das jetzt alles nicht mehr. Und dann kann man dann kostenpflichtig in der iCloud sich quasi einen Remote-Server schießen, der dann mit Intel-Software, mit Intel-Hardware läuft. Und da kann man dann alles über die Cloud machen. Vielleicht ist das dann das neue Geschäftsmodell, wer weiß. Du weißt ja schon, dass ich von sowas nicht abkommen bekomme. Ich dachte schon. Ja. Also wirklich, das war jetzt nur so eine Idee. Also, ich meine, Apple kommt ja auch so coole Sachen und da liegt es jetzt auch nicht mehr so weit. Ich meine, wir haben Stadia und das ganze Zeug. Warum denn auch nicht so? Stimmt. Also jetzt ganz ehrlich, ich kann mir das vorstellen. Ja, ein Azure von Apple. Und da können halt dann die ganzen Pros, die meinen, sie brauchen das Zeug halt. Vielleicht will Apple ja günstiger werden und in den Consumer-Markt mehr eintreten, dass sich auch mehr Leute das Ding leisten können. Keine Ahnung. Kann ja sein. Natürlich, also ganz ehrlich, so abwegig ist deine Idee ja gar nicht, weil in den Streaming-Markt ist ja Apple jetzt auch rein. Ich meine, die spielen da zwar nur auf der kleinsten Geige, aber letztendlich sind die vorhanden. Sie haben einen Fuß in dem Markt und vielleicht sagen wir auch, hey Cloud, ey, das wäre doch was. Also Cloud können wir auch. Und dann stehen da irgendwelche was weiß ich, IBM oder Fujitsu Server und da läuft dann ein Linux drauf und in Wirklichkeit ist es dann halt nach außen oder in Wirklichkeit sind solche Server, aber nach außen hin ist da ein Apfel drauf und da, das ist dann halt die iCloud VM und da kannst du dann deine x64, x86 Software in der iCloud laufen lassen und ja. Streamen. Also wie gesagt, es ist gar nicht so abwegig, vor allem wenn du mal bedenkst, dass bei fast allen Sachen Apple immer so 2-3 Jahre hinterherhing, was wir auf Android schon für Funktionen hatten und dann 3 Jahre später Apple-User, schau mal, was ich machen kann. Ja, das ist Standard-Android-Feature. So, und das ist wahrscheinlich auch da genau. So. Ah, wir haben die Cloud für uns entdeckt. 3 Jahre später, wir haben eine Cloud, das könnt ihr jetzt bei uns machen. Ja, das haben wir schon seit 10 Jahren über Google Stadia und AWS. Ja, und sich andere Sachen. Ja, ich sag mal so, vielleicht wird es dann halt einen neuen Namen tragen. Das ist halt dann nicht Cloud, sondern das hat halt Power Cloud. Fancy Apple irgendwie, ja, irgend so ein fancy Namen von Apple, der halt geil klingt, aber letztendlich ist es halt was super Simples, was da dahinter steckt. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass Apple versucht, sowas zu verkaufen. Und nur weil denen halt 2005 oder irgendwann mal das iPhone gelungen ist, Steve Jobs, und damit halt den Smartphone- oder Handymarkt für sich erobert hat oder revolutioniert hat, heißt es ja nicht, dass die immer noch auf der Höhe der Zeit sind. Das ist ja, man sieht es ja bei Virenschutz, um mal in meiner Branche jetzt zu bleiben oder in meinem Security-Bereich zu bleiben, nur weil du Erfinder des Antivirus bist, heißt ja nicht, dass du 2020 immer noch benutzbare Software raushauen kannst. Möchte jetzt keinen Namen nennen, aber die Leute, die sich angesprochen fühlen, die kennen das sicherlich. Nein, aber das ist halt eben der Punkt und das könnte ja auch bei Apple der Fall sein.
Naja, wir werden sehen. Ich behalte auf jeden Fall mein Intel MacBook erstmal und ich befürchte, mein nächstes Mobilgerät, was Laptop-artig sein wird, wird immer noch Windows oder wird wieder Windows und kein MacBook mehr sein, weil ich halt einfach mit einem Gerät, wo ich keine VM laufen lassen kann und nicht mal ein Linux irgendwie ordentlich, da kann ich halt als Admin nichts anfangen. Das ist halt einfach der Punkt. Dann kann ich auch gleich ein Android-Tablet mir holen und das ist günstiger. Da brauche ich keinen Mac OS. Solange das Ding ja nicht also, quasi auspatchen, dass du es einfach nicht mehr benutzen kannst, weil du keinen ARM-Prozessor hast. Ja, nein, das glaube ich nicht. Also das Ding, da war Apple war, was das angeht, ja, wenn du dir was gekauft hast, dann lief das auch relativ lang noch softwaretechnisch. Tobi? Ja, also soweit ich mich erinnern kann, ist es ja vorgekommen, dass die alte Smartphones mit... Smartphones, ja. Aber ich meine jetzt Mac ja, OS. Gut, also ja. Mac OS ist relativ lang supported und ich habe auch Leute mitgekriegt, die uralt Geräte... Ja, habe ich hier neben stehen, also ein 2008er Unibody MacBook und da läuft das, was war denn das, nicht das ganz große Sierra, High Sierra läuft drauf. Und das ist ja letztes Jahr rausgekommen? Ja, vorletztes Jahr, irgendwie sowas. Genau, jetzt gibt es ja noch ein anderes. Also dahingehend ist Apple ja wirklich noch echt gut unterwegs, aber das ist halt, das fällt irgendwann weg, weil die Leute, die einen richtigen PC haben wollen, die werden wahrscheinlich dann wechseln. Also die Funktionen eines richtigen PCs haben wollen. Und die Leute, die auch mit einem iPad oder mit einem Tablet glücklich werden würden, weil das kann E-Mails, das kann Web, das kann Textverarbeitung, die werden sich dann wahrscheinlich in Zukunft so ein Gerät holen. Und das ist schon irgendwie eine Zukunft, weiß ich nicht, ob die da nicht völlig auf dem Holzweg sind. Weil letztendlich ist Productivity ist halt wirklich, dafür hast du Computer. Nicht nur zum Dillern und für Privatvergnügen, sondern auch um Business-Anwendungen drauf laufen zu lassen. Egal. Lassen wir das Thema mal, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das seht. Also ich finde es nicht so tolle und ich kenne auch Leute, die im Apple-Universum zu Hause sind, die das auch kritisieren. Also die sagen, das ist eigentlich nicht gut, was ihr da macht. Aber gut. Ja, was auch nicht gut ist, ist, was DHL mit mir macht. Das muss ich einfach mal loswerden. Ganz kurz zusammengefasst, ich habe ja schon mal mein Leid über den Paketkasten geklagt und es gibt einige Leute, die mit mir fühlen, habe ich mitgekriegt im Internet, die die gleichen Probleme haben. Bei mir ist es jetzt so, ich hatte jetzt vor Tagen mal ein paar mehr Pakete. So. Und die konnte man auch nicht mehr in den Paketkasten packen. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Paketkasten zu tun, sondern es ist ein Problem allgemein von der DHL-Zustellung. Ja, und ich komme nach Hause und auf einmal liegt ein Haufen von Paketen einfach vor der Tür. Also nicht einfach abgestellt, sondern aufeinander geworfen. Also wirklich querbeet, zwischendrin waren noch Briefumschläge. Ich habe übrigens da auch... eine USB-Festplatte bekommen, die war da auch mit drin, einfach so hingeworfen. Plus schwere Pakete, die teilweise an der Seite aufgerissen waren. Ich habe den DHL-Support kontaktiert, es kam nur eine Rückmeldung, ja, wir so allgemein ist eingegangen, vielen Dank, wir kümmern uns. Das ist 3 Wochen her, es ist nichts passiert. Jetzt vor einer Woche habe ich die Funktion genutzt, die beim Paketkasten ja mit dabei ist, dass DHL Pakete abholt. Am Paketkasten. Die Funktion, die finde ich eigentlich immer ganz sinnvoll, weil muss ich nicht zur Post, habe ich keinen Stress, lege ich das Zeug rein, muss niemand zu Hause sein, weil der Kasten, der steht ja immer da. Und dann kann die Post mit ihrem Lesegerät den Kasten öffnen und kann die Pakete rausnehmen, alles entspannt und die Retoure, die läuft super. So, das waren halt jetzt auch 3 kleine Pakete, die für die Retoure waren. Habe ich da reingelegt, vorfrackiert, alles natürlich, logischerweise, abholbereit, habe eine Abholung bei DHL gebucht, war an dem Tag nicht zu Hause, zum Glück war jemand anders zu Hause, weil der Paketbote hat den Paketkasten nicht aufgebracht, mit dem Scannergerät von denen hat das Ding nicht aufgebracht. Da musste die Person, die hier vor Ort war, musste mit meinem Öffnungschip an den Kasten gehen, die Pakete dem Paketboten geben. Ja, da hätte ich auch eine normale Abholung beantragen können, weil dann brauche ich diesen scheiß Paketkasten nicht, weil das ist ja gerade der Vorteil, dass niemand zu Hause sein muss, um
die Pakete mitzunehmen oder dass sie jemand mitnimmt. Also völliger Humbug. Habe ich mich jetzt wieder bei DHL beschwert. Mal gucken, was da passiert. Es ist auf jeden Fall, ich könnte wirklich im großen Strahl, also es ist unglaublich. Das regt mich so auf. Jetzt erst wieder Pakete heute gehabt, die einfach vor die Tür geflackt waren. Wenn du den Postboten darauf ansprichst, ja, es ist ein Haufen Pakete und so. Also völlig, da wenn ich mit der Wand rede, die gibt mir noch wenigstens ein Echo zurück, weil die Schallwellen reflektieren. Aber der Typ, der ist absolut, also es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Deswegen habe ich mich jetzt auch an DHL gewandt, weil mit dem Paketzusteller hier brauchst du dich nicht unterhalten. Also mit dem einen Speziellen. Es gibt auch jemanden, da bin ich super zufrieden. Also der ist, glaube ich, erst aus der Ausbildung raus, also noch nicht so alt. Mit dem bin ich super zufrieden. Aber der Typ, der das sonst macht, der aktuell hier unterwegs ist, der hat null Bock auf seinen Job und er haut die Pakete vor die Tür. Der legt die ja nicht mal, wir haben so einen Windfang dort, so einen abgetrennten. Der hat die Pakete ja nicht mal in den Windfang reingetragen. Der hat die einfach vorne auf dem Weg, auf diesen Gehwegplatten zum Hauseingang, da hat er die einfach draufgeschmissen. Und die sind zerplatzt teilweise gewesen, die Pakete und so weiter. Zum Glück ist da nichts kaputt gegangen. Aber das weiß der doch vorher nicht, was da drin ist. Also ich kann doch nicht einfach das Zeug da so hinschmeißen. Also unglaublich. Ich bin richtig auf 180, was DHL aktuell angeht. Also wenn ich nicht so abhängig von denen wäre, dann hätte ich schon längst irgendwie einen anderen Paketdienst gewählt, weil ich bin mir sicher, dass aktuell fast alles besser ist als DHL bei mir aktuell. Das ist wirklich eine Katastrophe. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr auch solche Probleme habt, aber also bei mir ist DHL aktuell eine absolute Katastrophe. Ja, also ich kann ein bisschen was Ähnliches berichten. Also die kommen bei uns extrem unregelmäßig. Also ich schaue auch immer hier mit Parcello, wo man ja so grob ich sag mal sehen kann, wo die letzten Pakete kamen. Und teilweise auch, dass sie halt einfach gar nicht mehr bei den Nachbarn klingeln und es halt einfach direkt mir in die Hand drücken. So, ich bin ja der Erste, die Tür aufmacht, dann nimmst du es mal, legen den Nachbarn nicht mal einen Zettel rein, dann steht es hier 2 Tage rum und du gehst ja, von selber hoch. Also ist echt gruselig. Ich muss sagen, was richtig gut funktioniert hier bei mir ist DPD. Ist wirklich perfekt. In der App kannst du das Auto 10 Stops davor wie bei Amazon tracken. Und steht auch immer eine Tendenz, die wird auch immer aktualisiert, also wie lange es noch dauert. Und das hat bisher immer auf 5 bis 10 Minuten gestimmt, muss ich sagen, das ist echt gut. Und das hat auch immer funktioniert mit Abstell-okay oder dass sie es mir geben oder was auch immer. Also das war echt top, muss ich sagen. Aber ja, DHL ist extrem unzuverlässig geworden, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe schon ein bisschen her auch ein größeres Paket bekommen, das war echt gut verpackt. Und DHL hat das geschafft, das Paket einmal fehlzuleiten, zweimal vollständig zu zerstören, dass es komplett neu verpackt werden musste. Und 2 Tage hintereinander, ich habe 3 Wochen auf dieses Paket gewartet und dann kam es bei mir an und die Hälfte vom Inhalt war halt einfach kaputt. Und ich habe einen Screenshot davon, das ist absolut unglaublich, wo steht, ihr Paket wurde beschädigt. Nicht immer so, ja gut, blöd, kann passieren. Sollte nicht, aber kann passieren. Ja. Dann am nächsten Tag wurde ins Zustellfahrzeug geladen. Halbe Stunde später, ihr Paket wurde leider beschädigt und muss neu verpackt werden und wird dazu in ein Zustellzentrum, in ein großes Hauptlager gebracht. Dann ist es wieder irgendwo in die Mitte von Deutschland gegangen, weil die ja hier in München im Süden nichts haben, ne? Ist ja normal. Wurde da dann neu verpackt in einen DHL-Karton, wurde dann wieder runtergeschickt, sollte dann zugestellt werden und dann wurde es in falsche Zustellfahrzeug geladen und konnte dann erst am nächsten Tag zugestellt werden. Also ich habe gedacht, ich krieg die Krise mit denen. Ja, also da kann ich nur sagen, also jetzt hier bei mir in Schweinfurt habe ich keine Probleme. Also halt normale Post, sage ich mal. Also, ja. Also ich benutze meistens auch die in ihre App, dann, keine Ahnung, halt. Na gut, bei uns ist so, also du musst, um bei mir im Haus Pakete bzw. Sachen in den Briefkasten abgeben zu können, muss man rein. Also die Briefkästen sind von außen nicht zugänglich. Und also ich glaube, der Postbote hat einen Schlüssel und für Paket wird halt dann bei den Nachbarn geklingelt und dann halt entweder abgegeben bei den Nachbarn direkt oder halt eingeworfen. Aber das ist interessant mit dem Postboten und Schlüssel, dass es funktioniert. Also vielleicht, wenn jemand in der Branche arbeitet und uns da gerade zuhört, das habe ich mir nämlich auch überlegt, nur ich war mir eigentlich sicher, dass sowas gar nicht funktioniert.
dass man dem Paketboten, Postboten einen Schlüssel gibt, weil dann würde ich nämlich meinen Paketkasten nämlich so umrüsten, dass die Paketdienste, also nicht nur DHL, Zugang zu dem Kasten haben, sondern auch DPD und Hermes und GLS zum Beispiel und UPS. Also Leute, wenn ihr da Informationen habt, schreibt mal bitte, weil das ist wirklich was, das nervt mich aktuell, wenn es da irgendwie Möglichkeiten gibt, weil das würde viele Probleme lösen, weil dann gebe ich dem Typen einfach den Schlüssel von dem Kasten oder einen Schlüssel von dem Kasten dann kann, weil dieser Scanner, der funktioniert ja offensichtlich nicht. So, und dann kann er den Kasten aufmachen. Und ich meine, das würde so viele Probleme lösen. Und wenn es scheinbar bei euch mit dem Schlüssel geht, vielleicht ist es eine Schweinfurter Speziallösung. Ich schätze eher, dass es eine Lösung halt für Mietshäuser und Zeug ist. Weiß ich nicht. Deswegen, also wenn jemand da Infos hat, bin ich sehr offen dafür, weil ich bin mittlerweile echt am Durchdrehen, was das angeht. Das ist super nervig und also es muss nicht sein, weil früher hat es ja auch geklappt. Also warum soll das jetzt auf einmal so viel anders sein mit dem Kasten? Und der Kasten ist von DHL. Also wer die Folge davor noch nicht gehört hat, wo ich drüber geredet habe, der Kasten hat mal richtig viel Geld gekostet. Also den habe ich mir damals für 400, 500 Euro gekauft. Also bei DHL direkt in der Hoffnung, dass es viele Probleme löst. Weil ich halt sehr viel Pakete empfange, aber auch versende. Und das halt halb gewerblich und halb privat nutze, die ganze Geschichte. Und dann war das halt so eine Geschichte, wo ich sage, okay, hier bei uns im Haus, wenn ich das nicht alleine nutze, dann kann es sich sogar lohnen. Und dann habe ich halt dieses Ding gekauft und hingestellt in der Hoffnung, dass ich eben diesen Komfort habe, dass alle Pakete, die wir hier empfangen, immer in diesen, wenn sie da reinpassen, ist natürlich die Voraussetzung, wenn ich einen Kühlschrank bestelle, der passt da natürlich nicht rein, aber dass ich halt alles, diesen Kleinkram dann komplett in diesen Kasten zugestellt bekomme. Und das funktioniert offensichtlich nicht mehr und ich weiß nicht warum. Naja, mal wieder über DHL gerantet, ich weiß nicht, Georg, ist das bei euch auch ein Thema auf dem platten Land? Oder ich meine, München, ihr seid ja sehr verwöhnt, David, mit eurem Amazon-Lieferservice, dass Amazon direkt liefert. Bei uns liefert das halt entweder DPD oder DHL, hauptsächlich leider im Moment DHL. Ja, aber das haben wir auf dem Land ja nicht, ne, Georg? Ja, also bei uns, also ich kann echt von keinem Problem berichten, um ehrlich zu sein. Ich muss unbedingt da nach bei euch in das Kaff ziehen. Ihr habt ja mittlerweile auch Glasfaser. Ja, wir haben mittlerweile Glasfaser. Ja, also Schwein wird auch Glasfaser, von daher. Mach mal, Georg, mach mal einen Acker frei und dann baue ich da ein Haus. Dann wird der neue Curso for You Headquarter, der wird dann irgendwo in der Provinz bei euch hier in Weiden in der Nähe sein. Ja, es ist Steffen, kein Problem. Irgendwann der Stall, der wird auch nicht mehr benutzt. Den kannst du dann umbauen. Genau. Dann bauen wir den Stall um. Ja, es ist schon Wahnsinn. Also mich regt das aktuell auf und ich wohne hier eigentlich ganz gern. Ist halt schon ländlich, aber auch nicht so ländlich, dass man gar keine Möglichkeiten hat. Das ist schon nicht schlecht, aber wie gesagt, die Post ist aktuell, also DHL, die Paketpost, muss man dazu sagen, ist eine Katastrophe, weil die Briefe, die werden ja trotzdem in den Paketkasten geworfen. Das ist ja das Absurde. Die Briefe, die wirft er rein, aber die Pakete nicht. Also die Pakete wirft er vor die Tür. Also entweder ist das ein ehemaliger Kugelstoß. Du hast ja halt einfach Feinde gemacht, Steffen. Das war halt ein Fehler. Ja, der irgendwie umgeschult wurde, so eine ABM-Maßnahme als Paketbote, der dann die Pakete da reinstößt in ich weiß es nicht. Also mich regt es einfach auf und deswegen machen wir jetzt auch Schluss. Wir haben auch keine Themen mehr. War auch genug für heute. Und ja. Ja, das war heute eine XXL-Folge, nachdem wir jetzt die Folge ein paar Mal verschoben haben. Es waren alle Leute da vom Tech Talk, die auch sonst zum Kernteam gehören. Ich verweise nochmal auf unsere Umfrage der Woche, also umfragederwoche.kursofu.com. Da könnt ihr abstimmen, einmal über das Thema, was für Mucke hört ihr, aber auch das Thema Quellcode und auch das Thema Windows 10 hat man ja mit drin.
Würde uns mal interessieren. Die Ergebnisse gibt es dann wie immer in der nächsten Folge und ich hoffe da auf rege Teilnahme. Ansonsten vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart. Auch vielen Dank an euch und dann hören wir uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Servus. Ciao.